Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Godda-Podcast. Heute mit einer Episode, deren Nummer ich noch nicht kenne. Weil ganz kurz vorher, wir nehmen das Ganze jetzt am 29.02. auf. Und die Folge wird aber wahrscheinlich erst am 29.01. Entschuldigung. Die Folge wird aber erst am 12.02. online gehen, weil wir so eine, sagen wir mal, Art Embargo haben. Ich sitze heute hier mit Fasti, den ihr inzwischen kennen sollte, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aber noch nicht. Also, hallo Fasti. Einen wunderschönen guten Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Ich weiß nicht, darf ich deinen richtigen Namen, den Vornamen kurz sagen? Weil ja, ich glaube, das ist genehmigt. Okay, der Fasti ist natürlich der Timo und arbeitet, wie ihr hoffentlich in einem vorherigen Podcast, in Episode 18, um genau zu sein, schon gehört habt, schon sehr, sehr lange für Spindash, inzwischen nicht mehr sehr aktiv, aber hier und da macht man dann doch immer mal wieder was zusammen, gerade wenn in Berlin irgendwas ansteht, ist Fasti eigentlich immer zur Stelle. Ich bin so der Berlin-Reporter und dann Berichterstatter aus der Gegend. Lokalreporter kann man mich nennen. Das letzte große Ereignis war das Nintendo Switch-Event, wo er mit dabei war. Vor, oh mein Gott, wann war das? 2017? Das 18? Könnte hinkommen. 2017? Ja, 3 Jahre. Da konnten wir auf jeden Fall das erste Mal Sonic Mania anspielen, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Oh ja. Und wir sind heute hier, weil wir waren gestern am 28.01. bei der offiziellen deutschen Sonic-Movie-Premiere. Das war ein Erlebnis, sage ich mal. Das war ein sehr cooles Erlebnis, ja. Mhm. Dazu ganz am Anfang auch direkt nochmal vielen, vielen Dank an die Leute von Paramount Pictures. Denn es gab ja, wie ihr wahrscheinlich auf unserer Seite mitbekommen habt, einige Gewinnspiele. Und wir haben es auf der Instagram-Seite vom Sonic-Film, auf der offiziellen Instagram-Seite geschafft, Tickets zu ergattern. Und dann sind wir beide halt hingefahren und haben uns den Film anschauen können. Und darüber soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Nicht nur um den Film selbst, sondern wir fangen so ein bisschen an, einfach generell auch über das Event zu sprechen. Dann kommen wir so ein bisschen dazu, ob irgendwie was Besonderes passiert ist oder was überhaupt passiert ist. Dann hat Fasti noch ein bisschen was zu erzählen, denn er war tatsächlich durch einen Zufall, der sich, glaube ich, am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, ergeben hat. Könnte hinkommen, ja. Also 2 Tage vor dem Event, dass er den Film tatsächlich am Vormittag schon sehen konnte, zu einem Screening, wo hauptsächlich VFX-Artists eingeladen waren. Ist das richtig? Ja, das trifft ganz gut, ja. Und da hatte er noch die Möglichkeit, in einer Talkrunde mit Jeff Fowler, dem Regisseur des Films, teilzunehmen. Und darüber sprechen wir dann einfach generell erstmal spoilerfrei. Wie war der Film für uns? Wie hat er uns gefallen? Und dann, und da gibt es im Vorfeld auch nochmal eine extra Spoilerwarnung, der Spoiler-Talk über den Sonic-Movie. Und ja, damit fangen wir jetzt erstmal mit dem Event selbst an, wie das ablief. Fasti, wie war das denn bei dir? Aus meiner Perspektive. Okay. Aus deiner Perspektive. Also erstmal das Event am Nachmittag, über die Talkrunde am Vormittag sprechen wir dann später noch. Mhm. Also ich hatte mir an dem Tag Urlaub genommen, arbeitsfreier Tag, und dachte mir, ich werde es bestimmt pünktlich zum Zoopalast schaffen. Zoopalast, für die, die es nicht wissen, ist eine Art Luxuskino im Berliner Stadtzentrum. Mein persönliches Lieblingskino, weil es ist wunderschön mit Ledersesseln und allem drum und dran. Was ich nicht ganz einkalkuliert habe in meiner Rechnung, ist der Berliner Stadtverkehr. Der ist ja generell eine Katastrophe. Und dann ist an diesem Tag auch noch ein LKW-Unfall passiert, dass sich alles verzögert hat und es war unfassbarer Stau. Und ich bin einfach nicht wirklich losgekommen. Ich wollte auf dem Weg noch ein paar... Ja, bitte? Ich habe so circa eine Stunde auf den Fasti gewartet. Das kommt hin, ja. Also als du angekommen bist am Bahnhof, war ich noch nicht mal im Copyshop, um ein paar Autogrammkarten zu drucken. Das war nämlich auch noch mein Plan. Ich wollte auf halber Strecke halten, kurz ein paar Poster in Kartengröße ausdrucken, damit wir was haben, was wir signieren lassen können. Denn wir wussten ja, übrigens vielleicht dafür. Stars. Kein Problem, war günstig. Und von da aus ging es dann nochmal ungefähr eine halbe Stunde durchs Stadtzentrum zum Zoopalast. Und irgendwann bin ich angekommen, Gott sei Dank noch vor Einlass. Einlass war um 17 Uhr und ich war wann genau da? Um 16 Uhr? Es war 16.40 Uhr circa. Irgendwas in die Richtung, ja. Und dann haben wir uns relativ schnell gefunden. Du standest unter, weil es hat sehr doll geregnet. Oh Gott, also bevor du gekommen bist, war das halt noch sehr viel windiger. Ja. Also den Leuten sind da permanent die Regenschirme umgeknickt. Also das Problem hatte ich auch. Für die es jetzt nicht wissen, es gab tatsächlich noch eine Schlange, das haben wir auch erst am Tag des Films erfahren, wo man noch Tickets kaufen konnte für das Screening. Wir haben es dann noch auf Twitter geteilt. Ich weiß nicht, ob von euch, von den Hörern, irgendjemand noch da war.
Aber auf jeden Fall, die Leute mussten leider im Starkregen und Starkwind stehen, weil ich habe das Gefühl, an der Stelle war ein sehr, sehr starker Durchzug auch. Definitiv. Also ich habe mich so ein bisschen in meine fiktive Lage reinversetzt, wenn ich nicht über dich ein Ticket für die Premiere bekommen hätte, hätte ich da gestanden und hätte mir quasi, dann hätte ich da gestanden und mein Ticket mir geholt und das wäre echt nicht schön gewesen. Also das war schon echt ein Unwetter und unangenehm. Schade für so eine Premiere, aber auf jeden Fall trotzdem schön. Also ich war auf jeden Fall glücklich, dass ich da irgendwie dann an der Seite neben der Fastlane halt unterstehen konnte. Ja, Ja, das gut. möchte ich nicht missen. Für mich war das dann halt, ich bin ja von etwas weiter weg angereist, war an dem Tag noch in der Uni, aber auch nur ganz kurz, weil ich dann gemerkt habe, so, uns wurde dann am Tag, also am Dienstag, vielleicht auch schon am Montag, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wurde mir noch von dem Movie-Account geschrieben, hey, es wäre gut, wenn ich schon so etwa 16:30 Uhr da wärt, einfach damit das mit dem Einlass alles ein bisschen flotter geht und nicht so viel Stau ist, sagen wir mal. Und ich habe dann auf die Zugstrecke geguckt und dachte mir, eigentlich war mein Plan, 16:44 Uhr erst in Berlin anzukommen. Dann wären wir zeitgleich da gewesen. Gut, entsprechend musste ich dann halt noch knapp eine Stunde vorher los. Und ja, das hat dann eigentlich, also die Bahnfahrt hat super geklappt. Ich war dann halt in Berlin und ja, etwas unschön war, ich bin jemand, ich trage keine Jacken. Sprich, ich hatte dann mein Sonic Racing T-Shirt, was wir damals von Sega bekommen haben zum Release, vielen Dank nochmal, hatte ich an und drüber einen Pullover, den Puma Sonic Pullover. Und normalerweise trage ich halt nicht viel mehr als ein T-Shirt und ein Pullover. Und ich bin dann bei mir in der Heimatstadt losgegangen und es hat erstmal richtig hart angefangen zu schütten. Sprich, ich kam bei mir in der Heimatstadt am Bahnhof an und war komplett durchnässt und saß da nur und habe gehofft, dass es wieder trocknet, bis ich in Berlin bin. Ja gut, das hat relativ gut geklappt. In Berlin hat es auch nicht mehr so stark geregnet, zum Glück. Zumindest die ersten paar Minuten, glaube ich, ja. Ja, also als ich da stand, ging das eigentlich. Okay. Auch der Weg zum Zoopalast war ja deutlich kürzer, als ich erwartet habe. Also ich bin vom Bahnhof Zoologischer Garten bin ich 2 Minuten gelaufen, 3 Minuten vielleicht. Ja, das, länger dürfte es nicht sein. Also so einfach geradeaus, einmal um eine Ecke und schon bist du da. Also für jeden, der gerne mal nach Berlin möchte und sich das Kino anschauen möchte, da liegt nicht viel zwischen. Ich dachte halt irgendwie, ich hatte nur grob auf Google Maps vorher geguckt, wo das Kino ist. Und dann dachte ich mir, okay, das war halt auf der Karte so 3, 4 Zentimeter war es weg. Und ich hatte den genauen Zoom nicht angeguckt und ich dachte mir, okay, ja, so 10 Minuten laufe ich bestimmt dahin, vielleicht 15. Weil es sah so aus, als müsste ich so einmal um den halben Zoo rum. War aber nicht der Fall. Ich war dann sehr überrascht, als ich da um die eine Ecke kam und dann stand da groß, oh, Zoopalast. Da bin ich schon. Das war ja Ja, auch und dann. nicht zu übersehen. Also das ganze Kino war ja in blauen Lichtern angestrahlt. Überall Oh hingen ja. Sonic-Poster. Der blaue Teppich war ausgerollt. Und ja, es war ein blauer Teppich und kein roter Teppich. Das fand ich Das sehr haben sie sich cool. nicht nehmen lassen. Das war echt großartig. Das war ja ausgehend von Fotos auch in der Premiere in Los Angeles der Fall. Aber ich habe von einem Bekannten heute gehört, dass das wohl tatsächlich nicht nur für den Sonic-Movie war, sondern dass das relativ bekannt ist auch als Strategie, weil das auf Fotos einfach besser aussieht. Ah, okay, das ist nicht doof. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so stimmt, aber es ergibt schon Sinn in meinem Kopf. Ah ja, ich habe mich dann noch ganz kurz noch mit anderen Fans unterhalten, weil ich einfach gefragt hatte, wo muss ich dann überhaupt rein? Weil ich wusste jetzt nicht, ist die Fastlane für Leute, die Tickets gewonnen haben, oder ist die Fastlane für richtige Presseleute, die halt mit Presseticket dahin kommen? Ja, hatte ich halt noch kurz mit denen gequatscht und dann irgendwann bist du vorbeigekommen, nachdem ich noch ein paar Fotos generell vom Platz gemacht habe. Die findet ihr dann übrigens im Spindash-Artikel und auch auf Twitter bei uns. Und ja, dann kurz vor 17 Uhr, also ich glaube 16:54 war es relativ genau, sind wir dann auch reingekommen. Genau, da haben wir gesehen, der Einlass beginnt langsam und weil wir nicht weiter in der bibbernden Kälte stehen wollten, dachten wir, gehen wir mal rein, haben da unsere Kinokarte vorzeigen müssen. Wir haben noch so ein lustiges blinkendes Armband bekommen. Wir mussten Das ja auch. unsere Kinokarte gar nicht direkt vorzeigen, weil wir standen ja auf der Gästeliste und haben dann erst unsere Kinokarte bekommen. Das stimmt, in der Reihenfolge ist es richtig, ja. Da habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass wir noch ein richtiges Kinoticket kriegen. Das Was kenne ich auch wir, so nicht. also das mussten wir aber auch sehr oft vorzeigen, hatte ich das Gefühl. Ja, Das also war eigentlich ja. sollte einmal reichen, aber dann wollte plötzlich gefühlt jeder Security-Mensch diese Karte kurz sehen. Es war ja einmal auf dem Weg zum blauen Teppich, dann vom blauen Teppich rein ins Kino und ich weiß nicht, dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen aggressive, aber der nicht ganz freundlich wirkende, wie soll ich ihn nennen? Was waren das? Es Aber war ja kein Security, es Türsteher in war, Anführungsstrichen. ich nenne ihn mal Einweiser, ich glaube, das trifft Ja. es am besten.
der wollte die einmal von zwei Malen, wo wir da vorbeigegangen sind, auch sehen. Und dann nochmal direkt am Kinosaal oben. Obwohl das eigentlich schon, also das war ja halt der Weg zu Saal 1 und da kam man halt nirgendwo anders mehr hin und die wollten die trotzdem nochmal sehen. Also irgendwie viermal diese Kinokarte vorgezeigt. Das war irgendwie sehr merkwürdig, aber der blaue Teppich war schon sehr cool, weil da konnten wir dann auch Fotos machen. Mhm. Da haben sehr viele Leute Fotos gemacht. Also die ganzen Presseleute standen halt hinterm Zaun und haben darauf gelauert, dass da vielleicht irgendwer Bekanntes vorbeikam. Aber vorher kamen natürlich wir vorbei und viele andere und haben quasi uns vor dieses große Motiv gestellt und selber mal abgelichtet und ganz kurz dieses Gefühl genossen, mal auf so einem Kinopremierenteppich zu stehen. Das war schon sehr interessant. Ja, das war vor allem ein cooles Gefühl. Ja. Also ich weiß nicht, habe ich schon die Tage vorher, seit ich die Nachricht bekommen habe, so hey, Glückwunsch, du hast zwei Tickets gewonnen, war ich eigentlich einfach nur die ganze Zeit aufgeregt, weil ich wollte unbedingt hin. Und dann bin ich halt in Berlin angekommen und das nahm halt nicht ab, das wurde halt immer stärker. Und dann stand ich auf diesem blauen Teppich, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass wir da überhaupt rüberlaufen dürfen. Ja. Und das war schon was echt Besonderes und das war mega cool. Definitiv, das ist wie so eine andere Welt in Anführungsstrichen oder wie so ein Portal in eine andere Welt, weil eigentlich die richtige andere Welt war dann ja erst im Kino an sich. Ja. Als wir da durchgegangen sind durch die Eingangstür und nochmal kontrolliert wurden auf Armband und Tickets und alles drum und dran, sind wir in das Foyer gegangen. Es ist ein relativ, ja, warte nochmal kurz, Raum. Also viele kennen jetzt wahrscheinlich, was ich noch kurz sagen wollte, so vom roten oder blauen Teppich, einfach so ein Blitzlichtgewitter, was auf einen reinprasselt. Damit braucht ihr bei uns nicht rechnen. Das haben wir nicht abgekriegt. Das kam dann später, als die Stars halt wirklich angekommen sind. Obwohl wir schon die Klamotten anhatten. Also wir waren ja, offensichtlich als Fans zu identifizieren. Trotzdem hat sich keiner für uns interessiert. Obwohl wir das größte deutsche Sonic-News-Portal sind. Hallo? Gut, wir hatten leider keine Spindash.de-T-Shirts oder Banner oder Fahnen, die man irgendwie schwenkt oder so. Das ist aber schon länger ein Plan, dass wir die mal machen. Okay, dann... Nee, aber es waren halt unheimlich viele Leute da, die dann Fotos gemacht haben. Also es war sehr schwer, sowohl für Fasti als auch für mich, weil wir mussten ja dann jeweils einzeln nach vorne, damit wir voneinander Fotos machen konnten. Und es war schwer, das hinzukriegen, ohne dass dann noch 20 Leute daneben standen. Ja genau, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein paar Kinder oder Erwachsene noch am Bildrand stehen. Wenn man das zurechtschneidet, geht's schon. Aber da wollten halt sehr viele Leute selbstverständlich ein Foto machen, weil wer will das nicht, wenn man schon mal da steht? Also bei mir geht es tatsächlich. Auf dem einen Bild ist so eine Frau, die so reinkommt. Und das sieht tatsächlich sehr witzig aus auf dem Bild. Das habe ich auf den Fotos, die ich hochgeladen habe, auch rausgeschnitten. Aber ansonsten geht es bei mir. Ich habe auch direkt mich mit Sonic abdichten können. Bei dir war das ja so, dass dann so kleinere Kinder direkt vor dem quasi Sonic Artwork standen. Genau, die haben es echt blockiert. Das habe ich halt bei dir leider dann nicht mehr ganz raufgekriegt. Das tut mir auch sehr leid. Da ist es kein Problem. Ich habe eh später gemerkt, dass meine Mütze, die ich getragen habe, nicht ganz so cool aussah, wie ich es erwartet habe. Also von daher, ja. So, aber kommen wir dann zum Foyer. Genau. Das war das, wo ich halt erstmal mega geflasht war, weil wir haben halt gesehen, okay, da steht Popcorn in so Sonic-Tüten, was ich halt sowieso erstmal sehr, sehr cool fand. Mhm. Dann haben wir gesehen, ja, es gibt salziges Popcorn, was ich nicht so mag, aber Fasti sehr mag, und süßes Popcorn, was ich sehr gerne esse. Und das süße Popcorn war blau. Das fand ich mega cool. Und als mir dann Fasti irgendwann noch gesagt hat, so, als ich irgendwie meinte ich ja von wegen, ja, das ist halt alles so teuer. Und dann meintest du zu mir, hey, nee, das ist gratis. Und ich so, was? Also es gab halt quasi Popcorn und Getränke und alles for free. Das war super geil. Ja, und da lassen die öfter mal gut Sachen springen. Und ich war bisher nur einmal auf einer anderen Filmpremiere, da habe ich das auch nicht so mitbekommen. Aber jetzt stand es halt einfach rum, du konntest dir einfach nehmen, was du wolltest, und dann sind wir rübergegangen zu so einem Donut-Stand und da wurden die uns ja richtig in die Hand gedrückt, von wegen, hier nehmt einfach schnell einen Donut, bevor die weg sind. Ja, also die Donuts, hier unterbedient. Die Donuts, um es kurz zu erwähnen, Hashtag not sponsored, aber das war tatsächlich Dunkin' Donuts, eine relativ große Firma, die dann Donuts im Sonic-Design gemacht hat. Also die waren halt mit blauem Zuckerguss und dann nochmal, ich glaube, gelber Zuckerguss drüber, wo halt Sonic da stand. Und die waren sehr lecker. Das darf man auch mal sagen an der Stelle, dass Dunkin' Donuts tatsächlich gute Sachen macht. Und wenn es dann noch im Sonic-Design ist, dann ist es natürlich doppelt so cool. Ja, und dann gab es natürlich in der Eingangshalle auch noch eine ganze Menge Goodies. Also wir haben ja erstmal am Einlass haben wir so eine LED-Bändchen bekommen, die tatsächlich so für größere Crowds, also größere Menschenmassen gedacht sind. Ich nehme an, die werden auch über WLAN gesteuert, weil ich kriege das Ding partout nicht mehr an. und die haben halt blau geleuchtet. So eine blaue LED war halt drin, das war relativ cool. Dann, wie gesagt, unsere Kinotickets und noch so ein komisches
Ja, so ein Flyer, wo ein QR-Code drauf war für einen Sonic-Facebook-Filter. Ach, hast du den mal ausprobiert? Ich habe das gar nicht gemacht. Ich habe das Ding heute mal ausprobiert, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, weil wenn ich den einscanne und dann die Facebook-App öffne, ist halt nur so ein Smartphone abgebildet, wo ja, der Sonic-Movie drauf ist. Das dreht sich kurz nach links, nach rechts und dann verschwindet das wieder. Und ich denke mir so, Okay. wozu ist das jetzt? Ich habe das noch nicht verstanden. Also Das kann man sich bestimmt mal angucken. ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das irgendwie was für die Premiere gewesen ist, dass man dann irgendwie vor dem Sonic-Movie-Plakat ein Foto macht oder sowas. Aber ich habe nicht herausgefunden, wie oder warum dieses Ding funktioniert. Den Flyer habe ich an sich nicht verstanden. Also auf den ersten Blick natürlich der QR-Code und dann oben irgendwie eine Anleitung, aber mehr war da auch nicht drauf. Also gar kein Text, keine lustigen Bilder, keine Goodies zum Ausmalen oder was auch immer. Das war ein sehr merkwürdiger Flyer. Eigentlich nur ein riesiger QR-Code, bunt gedruckt. Als wir den Flyer bekommen haben, habe ich tatsächlich gar nicht realisiert, dass das ein QR-Code ist. Ich dachte, weil in Amerika gab es irgendwie so ein Labyrinthbild, wo Daran man habe ich auch Sonic halt so ein gelesen. Labyrinth führen musste. Und ich dachte, das wäre das, aber ich habe es halt sofort in den Rucksack gestellt, weil es halt geregnet hat. Und deswegen, ich habe erst heute Morgen, als ich das ausgepackt habe, alles realisiert, so hey, das ist ein QR-Code, what the fuck? Und ja, dann gab es halt so blaue Wristbands, wo halt einfach draufsteht, also sie sind halt komplett blau mit ein bisschen was eingestanzt. Ja, das ist halt das Sonic-Movie-Logo drauf. Und ab 20. Warte, 20. Februar im Kino? Ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Es Ich ist sehe das tatsächlich jetzt erst. anscheinend aus einer Zeit, wo noch das Datum nicht richtig feststand. Ist dir das gestern schon aufgefallen? Das ist mir gestern aufgefallen, aber ich habe dich nicht darauf angesprochen. Ich weiß auch Aber nicht warum. Wahrscheinlich hatten wir anderes hättest du mal machen sollen. zu tun. Ich habe das halt gerade in der Hand und mir fällt das so auf, so ab 20. Moment. Das ist Ich habe eine es auch Woche nicht zu spät. verstanden. Ich musste erst danach nochmal recherchieren, ob die das nochmal spontan verschoben haben oder ob der Druck nicht richtig ist. Aber ja, Also das Release-Datum ist nach wie vor der 13. der Film wurde ja vor gar nicht allzu langer Zeit verschoben. Ich kann mal ganz kurz aufs Bindeschmissen runterscrollen. Das muss im Dezember, glaube ich, gewesen sein. Wo dann die Es würde mich Ankündigung nicht kam, dass wundern, wenn die Armbänder tatsächlich schon produziert waren, am als das. 5.12. wurde das angekündigt, dass der Sonic-Film-Release eine Woche vorverschoben wird. Vom 20. Februar auf den 13. Okay, ja, dann sind die Armbänder wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Ja. Aber dass sie das doch so weit im Voraus machen, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, gut, Auf war diesem jetzt auch Weihnachten lustigen, zwischen. ja stimmt, auf diesem lustigen Wackelbild-Lineal, was wir bekommen haben, steht, glaube ich, 13. Februar drauf. Da haben sie es hinbekommen. Oh Gott, das müsste ich jetzt gerade erstmal suchen. Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Okay. Aber ja, es gab ein Lineal mit Wackelbild. Das sieht auch relativ cool aus, eigentlich, finde ich. Und ich finde es gerade absolut nicht. Wo habe ich das hingepackt? Mein Gott. Naja, egal. Ja, gut, das ist halt nur ein Lineal, aber es ist ein cooles Wackelbild drauf, wo, ich finde, wenn das so verwischt ist, also dieses Zwischenbild quasi, sieht aus, als wäre das Baby Sonic. Okay, ich habe es leider gerade nicht hier, um es zu überprüfen, aber ich glaube fast, dass das nicht die Intention dahinter war. Weil es Ja, cool wäre, wahrscheinlich. wenn man so den Wachstum des Charakters in diesem Lineal festhalten würde. Ja, also wenn es ganz rechts ist, war das definitiv auch der normale Sonic und nicht Baby Sonic. Aber ja. Und ich habe gerade zumindest ein Bild aufgemacht. Das kann ich dir auch gerade mal kurz über Discord schicken. Dann kannst du das mal aufmachen. Da sieht man nämlich auch genau den Effekt, den ich meinte. Und ja, da steht ab 13. Februar drauf. Ah, okay, ich weiß, was du mit Baby Sonic meinst, weil er so gequetscht ist. Also es sieht halt so ein bisschen so aus, finde ich. Ja, der So Körper ist so dieses. klein, der Kopf ist so groß. Mag aber auch einfach an der Unschärfe liegen. Ja, dann war überraschenderweise für mich eine Nintendo Switch Spielstation aufgebaut, wo man Mario und Sonic spielen konnte, das aktuelle. Also damit habe ich so irgendwie gar nicht gerechnet. Da haben auch sehr viele Leute gestanden und das tatsächlich gespielt. Ja, wobei ich weiß nicht, ob die tatsächlich dafür angestanden haben oder bei dem Fotospot daneben. Stimmt, das könnte auch sein. Aber es gab halt daneben direkt auch noch einen Fotospot mit Gewinnspiel unter dem Hashtag MySonicRace. Wenn man da ja, dann ein Foto auf diesem Spot gemacht hat, kann man eins von fünf Fanpaketen gewinnen. Bin mal gespannt, ob das bei uns klappt. Ja, so zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hat noch keiner von uns irgendwie gewonnen. Mal Aber gucken, was passiert. es gibt auch inzwischen nur, ich glaube, vier Instagram-Posts, wo tatsächlich auf diesem Spot auch ein Foto entstanden ist. Genau, es sind ein paar mehr mit dem Hashtag, aber so wirklich die Intention dahinter haben nur wenige verstanden oder umgesetzt. Ja. Oh, übrigens, ich sehe gerade, wo ich auf Instagram durchscrolle, Paramount hat jetzt ein Bild veröffentlicht, wie Jim Carrey da dann runtergeht. Ja, oh Mann. Aber darüber reden wir ja gleich noch. Genau, da sind wir noch gar nicht. Genau, da sind wir noch gar nicht. Entschuldigung, nur. Was gab es noch? Genau, den Schläger. Stimmt, ja. Diese lustige Also. Szene aus dem Trailer, wo Sonic zurückkommt vom weltgrößten Gummibandball,
Wurde umgesetzt in Merchandise-Form, beziehungsweise eine Requisite aus dieser Szene wurde umgesetzt in Merchandise-Form, nämlich dieser Schläger mit dem Gummiball. Den konnte man sich vor Ort nehmen und da war ein aufgedruckter Sonic drauf, den Kinder da vor Ort ausmalen konnten, wahrscheinlich auch ein paar Erwachsene. Wir haben es leider nicht gemacht. Naja, Warum haben leider, wir es also, nicht dahin gesetzt? Also. keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Schläger Ja, und die sind super. auch wenn ich überhaupt nicht damit umgehen kann. Ich habe es auch schon probiert und irgendwie Angst, das Ding kaputt zu machen. Also deswegen liegt es jetzt erstmal ganz entspannt auf dem Schreibtisch rum. Ich habe tatsächlich nicht Angst, das kaputt zu machen. Ich habe Angst, dass mir der Ball ins Gesicht fliegt. Es ist aber auch aus so einem weichen, hier so gefühlt Holzpappe-Material. Also ich glaube, wenn du den zu hart schwingst, dann macht es vielleicht knack oder der knickt um. Ja, das stimmt schon. Aber ja, ist auf jeden Fall ein lustiger Gag, der da umgesetzt wurde. Und gerade für die Kiddies war es, glaube ich, sehr cool, sich da hinzusetzen und das auszumalen. Es gab Das sehr viel stimmt. zu tun da in diesem Foyer. Es war eine kleine Räumlichkeit, wo dann auch sehr viele Leute tatsächlich zum Schluss waren. Oh Gott, ja. Ja, es wurde dann doch irgendwie eng. Und man kann ja auch direkt mal sagen, so mir ist aufgefallen, dass wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr großes junges Publikum da war. Das stimmt, ja. Und ich denke, ein Großteil davon wird auch durch Julian Bam kommen. Bin ich ganz ehrlich. Das meine ich jetzt nicht mal negativ, sondern ich denke, es ist einfach so, dass ganz viele aus seiner Fanbase angereist sind und ja, dann eben bei dem Event teilgenommen haben und die Chance irgendwie wahrgenommen haben durch Gewinnen oder was weiß ich was. Das denke ich auch. Also das hat man auch gemerkt. Und er hat halt eine ziemlich doll große Fanbase in Deutschland. Und wenn es schon mal die Chance gibt, ihn persönlich zu treffen, wenn man Fan ist, dann will man das natürlich auch in Anspruch nehmen. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Wenn dann auch noch welche dabei sind, die Sonic an sich cool fanden und den Trailer feiern und auch den Film dann cool finden, warum nicht? Also wenn mehr Fans zu dem Franchise kommen über solche Wege, dann ist es doch super eigentlich. Und wie gesagt, das meinte ich jetzt halt auch in keinem Fall negativ. Wie gesagt, es ist mir halt nur aufgefallen, dass das Publikum teilweise doch sehr, sehr jung war und das aufgefallen ist, dass ganz viele einfach wegen Julian Bam da waren. Damit will ich halt über keinster Weise sagen, dass sie nicht auch wegen Sonic da waren oder sowas. Aber dass Julian Bam doch einen Großteil von Fanbase auch da hatte, Auf das jeden hat man Fall. gemerkt. Aber das war bei Jim Carrey ja nicht groß anders. Genau, wir können ja später noch über die verschiedenen Applause, ist Applause das richtige Wort? Appläuse, Ich glaube ja. Lautstärken des Applauses der Individuen reden. Ja, die sind ja später alle noch auf die Bühne gekommen. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Die sind ja noch nicht mal in unserer chronologischen Erzählung in der Nähe Genau. des Kinos, glaube ich. Wir sind drin, die noch nicht. Ja, wir sind drin. Wir haben unseren Free Stuff abgeholt. Wir haben ja ein bisschen rumgeguckt. Ich glaube, du warst bei der Garderobe. Dann kurz zur Toilette. Viel mehr haben wir drin eigentlich gar nicht gemacht, außer sonst noch ein bisschen rumgehen. Und dann haben wir uns da halt irgendwie hingestellt vor dieser Instagram-Fotowand, haben unser Ding da gemacht und hoffen jetzt, dass wir gewinnen. Dann haben wir uns bald zu der kleinen Ecke verzogen, wo schon Leute für Autogramme anstanden. Genau, weil der blaue Teppich ging halt natürlich draußen lang und dann durch so ziemlich die erste Tür, die man halt sieht, ging dann der blaue Teppich ein Stückchen noch rein und da sind dann die Leute in die Loge oder in die Lounge vom Zoopalast auch reingelaufen. Also Julian Bam, Jeff Fowler, Jim Carrey und so weiter und so fort. Das Ganze mit dem blauen Teppich sollte ja 17:30 Uhr circa starten. Hat sich aber doch sehr verzögert und sehr aufgesplittet, hatte ich auch das Gefühl. Ja, Also. also Regie und Produzent waren definitiv früher da als die anderen beiden. Zumindest bei uns drin. Wir haben ja leider nicht mitbekommen, was Ja. vor der Tür passiert ist. Weil Da ist wir kamen natürlich dann zu das dem ganze Zeitpunkt halt auch nicht Medium. mehr raus. Genau, ja. Weil das wurde irgendwann zugemacht, dadurch, dass dann auf dem blauen Teppich natürlich noch Interviews und sowas geführt wurden, durfte halt niemand mehr wirklich rausgehen. Und wir haben dann halt drinnen gewartet, weil wir natürlich auch die Hoffnung hatten, so, hey, vielleicht kriegen wir noch ein Autogramm oder wenigstens ein Selfie oder so. Wir haben uns aber dummerweise zu spät angestellt, weil wir standen dann dritte Reihe. Ja, also ich hatte auch persönlich keine Lust, da dann irgendwie den halben Abend zu stehen und zu warten. Also wenn man da in diesem Foyer stand, gab es überall irgendwas zu sehen und es war viel spannender, da so ein bisschen rumzulaufen, als sich jetzt bewusst dafür zu entscheiden, so, wir warten jetzt hier eine Stunde lang auf die Chance, eventuell ein Autogramm oder ein Foto abzukriegen. Ja. Wir haben es dann doch nochmal eine lange Zeit durchgezogen, bis kurz vor Filmbeginn, beziehungsweise bis die Action im Saal losging, Ja, und aber haben dann das relativ konnte man schnell. ja, also wir waren ja zwischendurch, waren wir ja oben, wir hatten nachgefragt, so, hey, wie sieht denn das aus? Wann genau soll der Film starten? Das war dann, als wir gefragt haben, 18:25 circa, 18:30 war geplant für den Start. Und die zwei netten Damen, die den Einlass vom Kinosaal selbst gemacht haben, haben uns dann gesagt, ja, also bevor nicht die Stars da sind, weil es wurde uns halt gesagt, da kommt noch eine kleine Eröffnungsrede, geht gar nichts los.
Und die eine von den beiden hatte mir dann gesagt, also wenn ich du wäre, dann würde ich mich jetzt noch unten hinstellen und die Chance nutzen, dass vielleicht noch ein Autogramm zu kriegen. Und wenn sie halt durch sind, dann hochkommen. Wie wir gleich noch sagen werden, hat sich das als leichter Fehler zumindest herausgestellt. Das stimmt leider, ja. Aber ja, wir standen dann halt eine ganze Weile unten und dann kam halt Produzent und Regisseur kam relativ früh, das war so 17:45 Uhr etwa, kamen die durch und dann kam irgendwann, das muss kurz nach 18 Uhr gewesen sein, kam Julian Bam das erste Mal rein, ist dann so ein paar Schritte gelaufen, hat ein paar Autogramme gegeben, ein paar Selfies gemacht und dann wurde er irgendwie wieder rausgerufen. Und dann ist eine ganze Weile einfach nichts passiert. Das stimmt, dann war irgendwie Stillstand bei uns. Draußen vor der Tür war wahrscheinlich eine ganze Menge los. Und da findet man garantiert auch ganz viel auf Twitter und Instagram und sonst wo. Definitiv. Und das war dann halt schon kurz nach 18:30 Uhr, kam dann Julian Bam, der ist im, ja, Blitztempo ist der da durch. Der hat noch, ich glaube, zwei, drei Autogramme hat er vielleicht noch gegeben. Aber das war's dann. Der ist dann halt durch in die Lounge. Jim Carrey. Als der kam, sind wir dann auch, glaube ich, gerade hoch, weil wir gemerkt haben, da kommen wir sowieso nicht ran. Wir haben ein, zwei Fotos über die Menschenmenge geschossen. Eins ist sogar relativ gut geworden, was ich gemacht habe. Also da steht er so drei Kopflängen quasi vor mir und unterschreibt gerade irgendwas. Also es war ein Moment, wo man ein einigermaßen gutes Foto hat schießen können. Also ich habe Aber ja später noch ein besseres Foto schießen können. das stimmt, ja. In dem Moment war das bis Ja, dato beste Bild. definitiv. Aber als der dann einfach auch weg war, haben wir uns echt schnell dazu entschlossen, okay, das wird hier nichts mehr, wir müssen jetzt langsam in den Saal rein. Und nach Plätzen suchen, weil das war freie Platzwahl. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Es gab ein paar reservierte Reihen, wie wir dann festgestellt haben. Ein paar. Das Ein war ja paar. quasi so das halbe Kino. Die War besten reserviert Reihen waren einfach weg. für was war das eigentlich alles reserviert? Ich glaube, das waren nur Paramount und Audi, oder? Audi hat auf jeden Fall die mittleren Plätze bekommen. Und Paramount habe ich gar nicht gesehen, die Zettel. Aber wäre natürlich logisch, wenn die da auch irgendwie. Ja, Paramount war weiter vorne. Okay, Und ja. Audi, glaube ich, die haben die Plätze bekommen, weil die dieses Sonic Movie Promo-Auto hatten. Ah ja, klar. Das habe Also ich zumindest das ganze später Event war auch. ja auch gesponsert von ProSieben und Audi Genau. und okay, ja. Und ich habe da später dann auf Instagram und Twitter auch noch Fotos von diesem Auto gesehen, was von den offiziellen Kanälen geteilt wurde. Und da hat es dann irgendwie Klick gemacht. Ah, deswegen Audi. Das wusste ich halt, als wir da waren, auch noch nicht. Ja. Das Auto habe ich auch am Abend gar nicht gesehen. Es stand wahrscheinlich irgendwo vor dem Kino rum, aber ich habe es ein paar Stunden vorher schon gesehen. Aber da kann ich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Eine witzige Anekdote dazu. Wir hatten ja gerade das mit dem Filmrelease, wo ja auf dem Bändchen der 20. draufsteht. Und die Premiere war jetzt am 28. Der offizielle Release ist am 13.2. Aber der offizielle Paramount Twitter-Account, Quatsch, Instagram-Account, hatte so eine Story gepostet, so, hey, ihr könnt noch Tickets kriegen. Und da war ein Film von so einem Promo-Fahrzeug. Und da stand dann drauf, großes Fanscreening im Zoopalast am 28. Februar. Jetzt Oh noch nein. Tickets am Teppich sichern. Oh nein. Das habe ich im ersten Moment gar nicht realisiert. Also ich saß im Zug, als das gepostet wurde und hatte das dann schnell auf dem Spindash Twitter noch geteilt, falls halt Fans in Berlin noch dazukommen wollten. Und mich hat dann der Kollege Sonic Windblue von Twitter angeschrieben, so, ja, wieso steht denn da 28. Februar drauf? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass da 28. Februar Oh draufsteht. Mann. Also irgendwer scheint sich da mit diesem Movie Release noch nicht so ganz einig gewesen zu Ja. sein, weil wir haben jetzt vier verschiedene Termine. Ja, irgendwann Ups. Frühjahr 2020. Also fand ich relativ witzig. Aber sprich weiter über unsere abenteuerliche Platzwahl. Ja, genau. Wir sind dann in den Saal rein und es war schon dunkel, alles war blau beleuchtet, viele Leute saßen rum und natürlich brauchten wir irgendwo zwei Sitzplätze nebeneinander. Und haben hier und da mal so ein paar freie Rückenlehnen gesehen, aber haben dann gesehen, natürlich haben Leute schon die Plätze reserviert, indem sie ihre Jacken dagelassen haben. Kann man jetzt drüber reden, ob das moralisch okay ist oder ob das Deutsche verwerflich ist? Handtuchmentalität. Genau dieses Ding wurde halt im Kinosaal umgesetzt. Also sind wir da so ein bisschen durch die Reihen, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und haben irgendwie nichts gefunden, wo man entspannt den Film hätte sehen können in einer guten Position. Okay, das würde ich jetzt aber nicht sagen, weil ich fand unsere Position trotzdem noch entspannt. Wenn man es Okay. mal so mit anderen Kinos wie jetzt Cinemax oder Sinister vergleicht, wenn man da solche Plätze hatte, wie wir jetzt haben, Das stimmt. ich wäre, glaube ich, nach der Hälfte des Films einfach gestorben. Das lag tatsächlich an dem echt guten Kinosaal, dass unsere Plätze noch okay waren. Aber rein von der Position, wenn du das auf einem Saalplan von oben sehen würdest, Ja, saßen wir schon sehr weit vorne links. das war so
von den Seitenreihen war es die zweite Reihe. Insgesamt müsste es aber circa die dritte gewesen sein, oder? Das kommt hin, ja. Und halt wirklich ganz, ganz außen. Ja, aber die Sitze, oh, ich muss ja noch erwähnen, wir haben ja auf einem Pärchensitz gesessen. Was tatsächlich im Verlauf des Films anstrengend wurde, weil mein linker Ellenbogen, der hat halt einfach irgendwie, der ist immer so runtergerutscht und das hat meine Schulter so hart gezogen, dass es irgendwann angefangen hat, weh zu tun. Deswegen habe ich dann irgendwann versucht, dann eine gemütlichere Sitzposition zu finden, dass irgendwie die Schulter ich auf meinem Bein abstützen kann, aber es wurde leider nichts draus. Das stimmt, ja. Aber wenigstens hatten wir jeder individuell verstellbare Rückenlehnen. Ja. Das hat sehr geholfen, gerade in unserer Sitzposition. Also wir mussten uns eigentlich sehr weit zurücklehnen, damit man noch hochgucken konnte. Und da waren diese Rückenlehnen super. Aber also das mit den Plätzen ist halt auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Absolut. Wir waren Weil ich komplett jetzt. umsonst in diesem Ding drin auf einer Premierenveranstaltung und sind selber daran schuld, dass wir so spät da reingegangen sind. Und ich will halt über die Plätze eigentlich auch gar nicht meckern, weil ich kenne halt nur sowas wie die normalen Kinos, wo man dahin geht, Cinemax und CineStar. So die ganz einfachen, nicht mal irgendwie IMAX-Kinos oder sowas. Und da bin ich es halt gewohnt, wenn man irgendwie vorne ganz an der Seite sitzt, das kann man halt vergessen. Ich habe da Ja. jetzt gerade vom letzten One Piece-Film so den Vergleich, das hatte ich dir auch gestern erzählt, wo ich dann nach unten gucken musste, um die Untertitel zu lesen und dann nach oben, um dann irgendwie eine Reizüberflutung von diesem Actionfeuerwerk zu kriegen. Und das Gefühl hatte ich jetzt halt gar nicht, weil die Leinwand wirklich sehr, sehr angenehm weit hinten war, auch wenn man ganz vorne gesessen hat. Ja, man hat die komplette Leinwand noch gesehen. Und Ja. ich glaube, die hätte man auch wirklich aus der ersten Reihe noch gesehen. Also es ist schon sehr vorteilhaft da gewesen. Du hast alles gesehen, es war ein bisschen schräg und krumm, aber du hast nichts verpasst und musstest auch nicht die ganze Zeit extrem hin und her oder hoch und runter schauen. Und ich bin halt jemand, ich kriege schnell Nackenschmerzen und hatte am Ende keine. Und das ist ein gutes Zeichen. Definitiv, ja. So, und dann saßen wir halt ja da drin. Und so, ja, ich habe jetzt hier in der Notiz aufgeschrieben 18:40 Uhr. Ich glaube, es war eher 18:45 Uhr, 18:50 Uhr. Ging dann so diese kleine Pre-Show los. Das war erstmal für mich sehr merkwürdig, weil da kam dann plötzlich Wasser aus der Decke. Und ich dachte mir so, was geht hier jetzt ab? Und dann war halt so eine, ja, Wassershow will ich nicht sagen, weil das mit dem Wasser war nur sehr kurz, aber so eine Sound- und Lichtshow, wo die halt auch mit den Vorhängen so ein bisschen rumgespielt haben. Du kanntest das ja schon und du hast gesagt, ja, die prahlen halt gerne mit ihrem Kino. Ja, also Auf jeden eigentlich ist Fall. es vor jeder Vorstellung in diesem Hauptsaal so, dass einmal kurz die Lichtanlage abgefeuert wird, die Soundanlage wird weggeballert und dann noch mal ganz kurz irgendwas auf die Leinwand, dass du erstmal merkst, okay, du sitzt hier gerade in einem krassen Kino. Also an sich fand ich das auch gar nicht schlecht, aber ich sage auch, gebraucht hätte ich es nicht. Es war schon ganz cool, weil in dem Kino hatte man auch einen ganz anderen Sound als jetzt so in den handelsüblichen Städtekinos, finde ich. Auf jeden Fall. Also es hat einen ganz großen Alleinstellungsfaktor, dieses Kino, auch in der Stadt. Also es gibt es ja schon jahrzehntelang, wurde zwischenzeitlich abgerissen, wieder aufgebaut. Deswegen ist ja auch der Slogan, das Kino kommt zurück oder ist zurück, wie auch immer. Und seit die wieder da sind, feiern die sich eigentlich sehr. Wie ich finde, zu Recht. Ja, das stimmt. Also, die Sitze waren auch extrem bequem. Und so verstellbare Rückenlehnen kenne ich auch aus dem normalen Städtekino gar nicht. Das war also ich war von diesem ganzen Abend so gratis trinken, gratis essen, alles. Ich war sehr geflasht. Ja. Und ich glaube, das hat man mir auch ein bisschen angemerkt. Auf jeden Fall. Also ich war ja auch komplett bei dir und war von diesem ganzen Event einfach nur überwältigt. Und wenn dann noch ich mich in deine Lage reinversetze, der sieht, okay, alles umsonst, dieses Kino, buff, stelle ich mir schon krass vor. Also ich kann Paramount da gar nicht genug danken, dass wir da Tickets gewonnen haben. Das war echt eine sehr, sehr coole Chance. Und auf jeden Fall nach dieser kleinen Show ging halt ja die richtige Pre-Show los, wo dann halt, ich habe seinen Namen vergessen, Ich da habe kam auch irgend. gerade überlegt. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, entweder war es jemand von Paramount oder ein bekannter YouTuber oder Entertainer. Weil das war auf jeden Fall jemand, der Übung drin hatte, so ein bisschen die Masse zu entertainen. Er hat sich mit Namen vorgestellt und ich glaube auch ein paar Leute kannten den, aber der hat halt, ja. Also auf jeden Fall, der hat dann die Leute so ein bisschen auf die Bühne geholt, sprich Jeff Fowler, Julian Bam. Das ist mir jetzt peinlich, ich habe den Namen vom Producer vergessen. Neil irgendwas. Oh je. Auf jeden Fall den auch. Der war auch da. Und dann am Ende Jim Carrey. Und so, die Leute sind halt alle nacheinander ganz normal auf die Bühne gegangen, außer Jim Carrey. Jim Carrey war halt irgendwie, und ich weiß immer noch nicht, war das geplant, war das nicht geplant? Es wirkte wie ungeplant tatsächlich. Es wirkte sehr spontan. Weil Jim Carrey ist dann einfach so random irgendwo auf irgendeinem Kinositz gespawnt und ist dann aufgestanden.
Und also man hat es halt irgendwann einfach nur von hinten richtig laut jubeln hören. Und wir drehen uns halt um und dann steht da halt Jim Carrey. Mitten in den Reihen, mitten in den Fans, und der hat sich halt komplett feiern lassen. Also Ja. sehr lange, hat sich sehr viel Zeit genommen, Fans zu umarmen, Kinder hochzuhalten, Fotos zu machen. Vielleicht hat er sogar ein paar Autogramme noch gemacht, und Hat er der hat sich definitiv, ja. da sehr, sehr wohl gefühlt einfach in dieser Menschenmenge. Und die Leute haben ihn gefeiert, er hat die ganze Zeit Applaus bekommen. Und der Ansager war also die ganze Zeit: Jim, Jim, komm her, du brauchst dein Mikrofon. Und Jim Ja, alle Carrey, ihm war Kälte das weg, halt. aber so langsam könntest du. Aber ihm war das halt, ich will nicht sagen komplett egal, das hat so einen negativen Touch, aber Jim Carrey, glaube ich, er hat sich nicht halt feiern lassen, sondern ihm hat das auch einfach Spaß gemacht, sich Zeit für die Fans zu nehmen. Das stimmt. Und er stand ja am Ende. Wir waren halt direkt neben dem Gang tatsächlich, wo er runtergegangen ist. Es war zwei Sitzplätze neben uns, stand dann Jim Carrey. Da war hinter uns eine kleine Familie, hat er noch den kleinen Jungen hat er noch hochgehoben so richtig und in den Arm genommen und alles. Und ich war so drauf und dran, tatsächlich kurz aufzustehen und um ein Autogramm zu fragen. Ja, ich hatte ja alles dabei. Also wir hatten ja Autogrammkarten uns gedruckt. Ich hatte auch noch eine Ace Ventura Blu-ray dabei, die ich extrem gerne hätte signieren lassen. Aber Unsere Autogrammkarten muss ich aber auch nochmal erwähnen. stimmt ja. Also ich bin jemand, wenn schon Autogramm, dann sollte das doch irgendwie was Besonderes sein. Ich habe so zum Beispiel eine 3DS-Cartridge von Street Fighter 4, was vom Street Fighter-Erfinder signiert ist. Und ja, so kam ich dann auf die Idee, als Fasti meinte, ja, bring irgendwas zum Signieren mit, weil ich kann das so, ja, vielleicht liegen da ein Poster aus oder sowas, wenn da Autogrammstunde ist, was jetzt nicht direkt war. Weil, und er meinte, dann bringe was mit. Und ich so, ja, ist jetzt schlecht, weil ich muss in 5 Minuten los zum Zug. Und ich wüsste jetzt nicht was. Und dann kam mir irgendwann später die Idee, so, hey, weil Fasti hatte angeboten, er geht noch zu einem Photoshop und druckt halt das so in Kärtchengröße aus, so ein paar Movie-Poster. Eigentlich ein Poster vom alten Design. Das ist ein Unikat. Auf Das jeden Fall, wird auf die sonst Idee kann niemand man haben. kommen. Und ich muss jetzt den Sheldon Cooper raushängen lassen. So, dann kamst du, oh ja, die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Und ich war kurz davor zu schreiben, ist dir eigentlich bewusst, was ein Unikat ist? Natürlich nur scherzeshalber gemeint. Also, das wäre halt einfach was Cooles gewesen, so, weil es gibt ja ein altes Movie-Plakat, was ich sehr, sehr cool fand, wo Sonic so das Hochhaus hochrennt. Und das hatte ich ihm dann auch geschickt. Und das Zweite, was ich mir hätte signieren lassen, wir haben in einer Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, Hashtag not sponsored. Von Pizza Hut gibt es ja bald diese Supersonic Hotdog Pizza als Movie-Promotion-Tie-In-Aktion. Und diesen Gutschein habe ich natürlich ausgeschnitten in meinem Portemonnaie gehabt. Und es wäre super cool gewesen, einfach da ein Autogramm von irgendwie Julian Bam oder Jim Carrey drauf zu haben. Das wäre auch ein Einzelstück. Also da wäre ich mir 100% sicher, dass das Ja. niemand sonst auf der Welt gehabt hätte. Und ja, das waren so, wir hatten dann noch, du hattest noch ein paar andere Movie-Poster ausgedruckt. Genau, halt Einmal das ganz das. normale Englische, das ganz normale Deutsche. Und dann noch eins, wo Sonic drauf war. Das sind, glaube ich, Bilder, die auch auf Twitter von Paramount geteilt wurden und Instagram. Genau, ich weiß gar nicht, ob es ein offizielles Poster mal war, aber halt so ein ganz normaler Render von Sonic, der alleine da steht, mit dem Logo vom Film obendrauf. Da hätte man vielleicht einfach Julian alleine unterschreiben lassen können, von wegen, hey, das ist der Typ, der den spricht, war so die Intention dahinter. Aber wir hatten ja nicht im geringsten die Chance, Ja, leider. irgendwie. Zumindest haben wir die Chance nicht genutzt. Wir hätten da uns hinstellen können, aber ne. Ich hatte halt die Hoffnung wirklich, dass da so wie so eine kleine Autogrammstunde wenigstens ist, weil ich wollte ja Julian Bam auch noch ansprechen, ob er nicht vielleicht mal Lust hätte, dass man mit ihm über seine Rolle im Sonic-Film mal im Podcast sprechen kann. Ich werde noch versuchen, das irgendwie möglich zu machen, aber auf Nachrichten, glaube ich, wird das mit dem Antworten dann sehr schwer, weil er wird halt einfach sehr, sehr viel kriegen, nehme ich an. Das stimmt. Also, wer weiß, vielleicht lässt sich dann noch was einrichten, aber so ist es leider nichts geworden. Und ich habe gerade tatsächlich das Bild gefunden, was ich meinte, was du auch ausgedruckt hast, was so von Paramount auch promotet wurde. Ich habe das nochmal geschickt. Ja, stimmt, das war glaube ich das Bild, aber in so einem Hochkant Genau, in einem Hochkantformat. Das ist jetzt das Posterformat. quadratische Instagram-Format. Genau, ja. Und ja, dann kam halt diese kurze Talkrunde. Ich habe gar nicht mehr im Kopf genau, was sie gefragt wurden. Also Jim Carrey wurde auf jeden Fall gefragt, was seine Lieblings-Dr. Robotnik-Pose ist. Und die hat er dann auf der Bühne nochmal nachgemacht. Also nachdem er dann endlich mal auf der Bühne war, muss man Ja, dazu man sagen. hat sich sehr viel Zeit gelassen und ist dann da angekommen und wurde natürlich wieder beklatscht bis zum geht nicht mehr. Ah, das fand ich auch sehr cool. Ja. Also, dass er da so viel Zeit sich noch nimmt und alles. Und dann war ja da einer noch im Publikum, wo er dann endlich auf die Bühne gegangen ist und es wurde dann langsam ruhiger.
Und dann schreit so einer mitten rein, I love you, Jim Carrey. Das hat so diesen Effekt gehabt, wie von der E3, wo Keanu Reeves dann auf der Bühne war von Cyberpunk. So, you're breathtaking. Ja. No, you're breathtaking. Also so in etwa kann man sich das tatsächlich vorstellen. Das war sehr, sehr cool. Ich glaube, Jim hat dann irgendwas noch geantwortet von wegen, okay, let's start something then. Oder was? Genau, ja. Ich hab das, ob ich die Stelle auf Video habe, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall diese Eröffnungsrede habe ich auf Video aufgenommen. Die werdet ihr hoffentlich zum Zeitpunkt des Podcasts, wenn die Qualität annehmbar ist, auch auf YouTube finden. Weil durch dieses Blitzlichtgewitter, was da teilweise war, ist meine Kamera etwas durchgedreht. Weil die aktuellen Handys haben ja so eine Autofunktion, dass es halt, wenn man so die Hände ein bisschen wackelt und sowas, dass es halt stabilisiert wird. Und Kamerablitzlicht, häufiges Kamerablitzlicht, ist ganz, ganz schlecht dafür. Ist nicht gut, nee. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwie in Videoform, dass wir das hochladen können. Ja, Julian Bam wurde auf jeden Fall gefragt, wie er so generell mit Sonic zu tun hat. Und er meinte dann, er hat ganz früher mit Freunden halt viel auf dem Mega Drive gespielt. Ich glaube, viel mehr hatte er dazu nicht gesagt. Aber ich glaube, er war auch sehr nervös. Ich glaube auch. Also wenn du spätestens mit Jim Carrey in einem Kinosaal auf der Bühne stehst, wo irgendwie 850 Leute dich gerade angucken, ich wäre auch nervös. Kann ich ihm nicht verübeln. Mir ist ja auch aufgefallen, dass, also ich habe ja ein paar Fotos auch gemacht vorher, bevor ich die Videoaufnahme gestartet habe. Und während die ganzen, also Jeff Fowler und Jim Carrey und der Produzent, Gott, es ist mir so peinlich, dass ich den Namen vergessen habe. Das passiert vorhin noch. Ich google jetzt, das kann ja so nicht weitergehen. Und auch der Ansager, die haben halt alle die ganze Zeit nach vorne geguckt. Aber Julian Bam, der stand halt ganz von uns aus gesehen ganz rechts, von ihm aus gesehen ganz links. Von ihm aus gesehen ganz rechts, von uns aus gesehen ganz links. Und er hat halt immer zu den anderen direkt rüber geguckt, auch als er geredet hat. Und das ist halt. Ich habe denen dann auch bedankt, dass er mit solchen Größen auf der Bühne stehen kann. Und ich finde das halt, also Julian Bam ist ja in Deutschland auch schon eine richtige Größe, der auch tatsächlich hochqualitative Sachen produziert hat. Und ich denke, das kann man eingestehen, auch wenn man ihn nicht irgendwie aktiv auf YouTube verfolgt, was auf mich halt zutrifft. Dass er dann trotzdem noch so nervös war, fand ich halt irgendwie auch niedlich. Ja, also er ist ja ein bisschen älter als wir, deswegen ist es aus seiner Perspektive ja nochmal, der ist ja auch mit Jim Carrey sehr wahrscheinlich irgendwie aufgewachsen. Also man kennt die ganzen Filme aus der Jugend, aus der Kindheit. Und ich glaube, für ihn war das dann auch ein ganz besonderer Moment, nicht nur neben dem zu stehen, sondern auch noch mit ihm auf der Bühne und alles. Ja, das definitiv. Also ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde. Also, das wäre schon richtig krass. Aber hat sich gut geschlagen. Hast du den Namen inzwischen rausgefunden? Der Produzent, also ich wusste es ja die ganze Zeit, heißt Neil H. Moritz. Ah, okay. Oder einfach nur Neil Moritz. Behalt den Namen offen, weil ich werde ihn garantiert wieder vergessen. Ja. So, aber nach dieser kurzen Talkrunde, die ihr hoffentlich, wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel inzwischen, wenn der Podcast online geht, finden könnt, ging dann der Film los. Endlich. Aber ihr müsst noch ein bisschen dranbleiben, bevor ihr uns über den Film reden hört, weil wir kommen erst nochmal zu etwas, was am Vormittag passiert ist. Also wir haben noch den Punkt stehen, ist irgendwas Besonderes passiert? Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut abgehandelt. Das stimmt, ja. Also ich glaube, mit dem Event an sich sind wir durch. Ja. Aber Fassi, du warst ja am Vormittag schon da und hattest dann nach oder vor dem Film? Das war nach dem Film. Nach dem Film. Die Chance, an einer Talkrunde mit dem Regisseur Jeff Fowler teilzunehmen. Also Regisseur und Director. Das ist und korrekt. Da also ein bisschen zur Vorgeschichte kann ich, glaube ich, auch noch was erzählen, wie ich da überhaupt rangekommen bin. Warte nochmal ganz kurz, weil ich wollte dir sowieso gerade ein bisschen länger das Wort übergeben, dass du halt erstmal zur Vorgeschichte was sagst, wie du da rangekommen bist, was ja doch sehr spontan auch war. Und dann generell, worum es in der Talkrunde ging, was für Fragen gestellt wurden, was dir noch gerade einfällt. Man muss dazu sagen, das war gestern. Also es ist jetzt, Fassi wird jetzt nicht alles zusammenkriegen. Wir hoffen, dass wir bis Samstag das alles sammeln können, weil das gibt es auch alles auf Video, was wir übrigens exklusiv haben. Quasi. Also in der Folge, die diesen Samstag aufgenommen wird, die ihr dann am 3.2. hoffentlich hören könnt, wird da wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter drüber gesprochen, aber wir wissen halt nicht, wie viel wir da noch sagen können und werden, weil wir nehmen das jetzt auf, wo es frisch ist. Deswegen ist das jetzt alles hier noch mit drin. Aber ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort. Wie war diese Talkrunde und die Vorgeschichte und so weiter?
Also, ich wohne mit jemandem zusammen, das ist ein sehr, sehr guter und sehr langer Kumpel von mir, der arbeitet in der VFX-Branche und ist Mitglied von einem Verein, nenne ich es mal, die regelmäßig zu solchen Special Screenings eingeladen werden, wo dann halt ein Film gezeigt wird, der gerade aktuell in die Kinos kommt und dann gibt es im Nachhinein eine Talkrunde darüber mit irgendwelchen Leuten, die halt an dem Film mitgearbeitet haben. Seien es jetzt VFX-Artists oder irgendwelche Produzenten, mal auch die Regisseure. Ich Und muss das mal ist noch mal ganz. kurz, ich muss kurz noch mal eingrätschen, Ja. weil wir haben garantiert auch Zuhörer, die zwar so das Wort VFX Artist Ah oft ja. gehört haben, aber sich nicht so richtig vorstellen können, was genau das ist. Kannst du da so in einem kurzen Satz mal kurz zusammenfassen, was die tun? Also VFX ist die allgemeine Abkürzung für Visual Effects, visuelle Effekte, das ist quasi die komplette digitale Nachbearbeitung eines Films. Also alles, was irgendwie mit Effekten zu tun hat, 3D-Modelle in Filme einführen, Einzelteile zusammenpacken, alles, was mit Greenscreen und so passiert, kann man in diese VFX-Schiene schieben. Und da ist ja auch beim Sonic-Film sehr viel zum Einsatz gekommen, wie wir alle wissen, mehrfach auch. Und mein Kumpel, Mitbewohner, arbeitet halt in der Branche, der ist Compositing Artist. Compositing bedeutet Zusammenfügen verschiedener Elemente. Also er ist dann derjenige, der dafür sorgt, dass das CG-Modell, das digitale Modell mit dem Realbild zusammenpasst und sich nahtlos ineinander einfügt, beispielsweise. Gibt auch noch viele andere Kleinigkeiten, die man da machen kann. Das ist so eine seiner Hauptaufgaben. Und er hat halt so eine Einladung bekommen zu so einem Special Screening für Sonic am Dienstagmorgen um 8:30 Uhr. Und das Ganze lief auch noch über so eine Art Anmeldeformular. Und da kam dann relativ kurzfristig raus, dass dann noch ein paar Plätze frei sind. Und das habe ich so ein bisschen als Chance genutzt und dachte, gut, ich arbeite ja eigentlich auch in der Branche. Hab dann einfach mal spontan mich da angemeldet, habe gesagt, hallo, ich bin seit 10 Jahren Film- und Videoeditor und wie sieht's denn aus? Ist da noch was frei? Und dann kam auch schon relativ zeitnah die Zusage. Und schwupp war ich da drin auf der Gästeliste. Und damit habe ich selber nicht gerechnet, weil es ja wirklich so ein, ich sag mal, VFX-Screening war zumindest so angedacht. Und plötzlich war ich da und durfte am Dienstag früh vor der Premiere den Film schon sehen, zusammen mit verschiedenen Redakteuren von IGN, von anderen Webseiten. Da waren sehr viele Leute vor Ort, die Bin halt auch immer noch exklusiv eingeladen neidisch. wurden. Ja, also du hast an sich vom Film ja nichts verpasst, du hast ihn ja im Nachhinein dann auch nochmal gesehen. Spannender war dann tatsächlich das, was am Anschluss passiert ist. Also wir sind um 8:30 Uhr auch nochmal zum Zoopalast gefahren. Wie gesagt, Berliner Stadtverkehr, Katastrophe, wir haben es exakt auf die Minute geschafft. Also als wir uns gesessen haben, war noch ganz kurz Pause, dann ging der Film schon los und gefühlt haben wir noch geschwitzt von der Autofahrt. Dann ging der Film los, dazu später mehr und nach dem Film sind wir dann zu einer anderen Location gefahren, wo ich auch noch nie zuvor war. Das ist das Soho-Haus in Berlin. Und wie ich dann gelernt habe, ist das wohl die Location, wo die ganzen Medieninterviews geführt werden. Wenn irgendwie ein Film rauskommt, treffen sich da die ganzen Leute, die Schauspieler und alles, setzen sich dann in ihre Einzelzimmer und da werden die ganzen Interviews geführt. Okay, ich dachte tatsächlich, dass das direkt ein Raum im Kino war. Dachte ich auch. Und dann halt erst in der Bestätigung der Anmeldung stand, dass wir noch woanders hin müssen. Für mich als Berliner, da ging das Schwitzen direkt wieder los, weil das war einmal eine komplette Fahrt durchs Stadtzentrum durch. Oh Gott. Also am Brandenburger Tor vorbei, über den Alexanderplatz, direkt durch das Zentrum, was wir hier haben. Um die Mittagszeit ging das dann einigermaßen. Auch da haben wir es fast auf die Minute genau geschafft, uns da wieder vor Ort eingefunden, sind mit dem Fahrstuhl dann irgendwann in den zweiten Stock hoch. Da saßen dann die ganzen Medienleute, haben auf ihre Interviews gewartet und wir wurden weitergeschleust in so eine Art Lounge und haben uns da in ein paar Reihen gesetzt. Wir waren, glaube ich, 20, 30 Leute insgesamt. Und da wurde dann die Gesprächsrunde geführt mit dem Regisseur Jeff Fowler und dem Produzenten. Achtung, Neil, verdammt, ich habe das hier noch. Neil Moritz. Genau. Die kamen dann beide Eigentlich, an. es tut uns wirklich leid, falls ihr Es tut uns uns wirklich zuhören leid, ja. solltet. Ja, die kamen dann da an, haben sich auf ihre Hocker gesetzt, saßen dann da vor uns und wurden quasi von einer Person durch das Gespräch geführt. Wir haben als Publikum zugehört und durften dann noch ein paar Fragen stellen. Und das war schon mal sehr interessant. Wir saßen in der zweiten Reihe, hatten unser Kameraequipment dabei, durften das Ganze filmen, waren tatsächlich vor Ort auch die einzige Kamera, die da existiert hat. Das haben wir vorher noch geklärt.
dass wir das für den Verein aufzeichnen sollen. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern es richtig ist, dass wir exklusiv die Aufnahmen haben, aber aktuell sind sie exklusiv auf meiner SD-Karte. Das ist der Stand. Damit hast du sie exklusiv. Also das damit ist keine falsche Aussage. Ja, ja, stimmt. Was wir damit machen, das klären wir noch, was wir damit machen dürfen. Aber ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch das Material natürlich in irgendeiner Form und sei es auch über den Verein vielleicht zur Verfügung stellen können. Ja, zur Not mindestens irgendwie transkribiert oder irgendwelche Gesprächsauszüge. Also ein paar Gesprächsauszüge werde ich jetzt schon raushauen, weil es war ein sehr interessanter Talk mit den beiden. Wir waren beide sehr sympathisch, sehr offen, haben jede Frage, die wir hatten zu dem Film beantwortet, jede Frage, die gestellt wurde, auch die vielleicht unangenehmeren, was das Redesign angeht, wurden da nicht abgelehnt und da wurde sehr offen mit umgegangen. Ja, aber lass uns doch dann mal direkt einsteigen und über den Talk direkt sprechen. Also wir haben ja, also beziehungsweise David, der hier sonst immer im Podcast sitzt, für die, die häufiger mal zuhören, die wissen das natürlich. Grüße gehen raus. Hat sich natürlich im Vorfeld ein paar Fragen überlegt, weil ich hatte leider keine Zeit, weil ich bin jetzt direkt vor meiner Prüfungsphase. Und wir haben die Fragen dann direkt an den Fasti geschickt. Und ein paar davon konntest du ja auch stellen. Genau, also ich musste tatsächlich aktiv nicht viele Fragen stellen, weil viele haben sich so im Gesprächsverlauf gegeben. Das war ein sehr gut moderiertes Gespräch und deswegen die allgemeinen Fragen wurden geklärt. Also es wurde ja angepriesen als Treffen für VfX-Geschichten und wie sich dann zum Schluss rausgestellt hat, waren gar nicht so viele Leute in der Branche dabei. Es saß ein Typ in der letzten Reihe hinten rechts, der hat indirekt an dem Film mitgearbeitet. Ich habe leider vergessen, was er gemacht hat. Aber irgendwas hat er getan. In irgendeiner deutschen Firma hat er irgendwas gemacht. Und abgesehen von ihm und meinem Mitbewohner, Kumpel und mir waren, glaube ich, nicht wirklich viele Leute da, die aktiv in der Medienbranche arbeiten. Oh, okay. Was ich auch interessant fand. Also genau genommen hätte da gefühlt irgendwie jeder hingekonnt. Letztendlich saßen wir da und durften diesem Gespräch lauschen. Und es war sehr interessant. Also man hat gemerkt, beide Leute, die da saßen, haben das Franchise sehr respektiert. Die wussten, worauf sie sich einlassen. Sie wussten, dass sie da eine große Fanbase ansprechen. Und so ging es dann auch weiter, als es um das Redesign ging. Als die Kritik laut und deutlich wurde, dass das erste Design nicht so gut ankam, wurde relativ spontan die Entscheidung getroffen, okay, wir machen das nochmal neu. Das haben die als Außenstehende ja mitbekommen. Das ging ja auch weit über Sonic-Fankreise hinaus, diese Absolut. Kritik. Das ging durchs ganze Internet und irgendwie hat sich jede Website dann darüber aufgeregt und einfach nur dargestellt, guckt euch das mal an, das sieht ja echt nicht gut aus, faktisch. Also man kann ja sagen, was man will, aber es war halt nicht schön. So, ich weiß nicht, ich versuche jetzt gerade mal zu überlegen, wie man das Ganze jetzt so ein bisschen in geregelte Bahnen strukturiert, genau. Konnten alle Fragen, die wir dir geschickt haben, irgendwie beantwortet werden? In irgendeiner Form ja. Also ich müsste mir jetzt selber nochmal das Videomaterial angucken, um exakte Antworten zu finden. Aber grob wurde alles irgendwie angeschnitten. Also ich hatte die Liste parallel auf und dachte, ah okay, das könnte ja eine Antwort darauf sein. Ach, das ist eine Antwort auf die Frage. Weil ich würde dann tatsächlich, weil wir reden ja schon seit einer Stunde. Oh wow, okay. Damit wir dann noch irgendwann mal zum Film kommen, würde ich jetzt tatsächlich die Fragen durchgehen. Und dann nochmal gucken, ob du noch sonst irgendwelche Informationen hast, die dir einfallen aus dem Gespräch. Wäre das? Ja. Okay, dann machen wir das so. Live-Planung hier übrigens im Podcast. Absolut. Das machen wir nicht unselten. Das so, können jetzt auch ganz, ganz gestammelte Antworten von mir sein. Ne? Also ich habe vieles noch im Gedächtnis, aber mehr so die groben Eindrücke. Also erwartet jetzt nichts Großes. Genauere Eindrücke gibt es dann sehr wahrscheinlich später, beziehungsweise für euch schon vorher auf der Website oder eventuell in einem vorherigen Podcast schon. Mhm. Also das Ganze hier. Wie gesagt, am Anfang, wir nehmen es am 29.01. auf und es geht am 12.02. live. Also da liegt ein bisschen Zeit zwischen. Mhm. Aber die erste Frage, die David sich überlegt hatte, wie hat es sich angefühlt, für eine ikonische Franchise wie Sonic einen Film zu drehen? Welche besonderen Erfahrungen nimmt man sich so für zukünftige Projekte mit? Also man hatte schon das Gefühl, dass es vor allem für den Regisseur Jeff Fowler natürlich eine Ehre war, an diesem Franchise zu arbeiten, einen Film dafür zu machen. Und es ist ja auch sein erster großer Feature-Film. Also sein Regiedebüt sozusagen, großen Spielfilmrahmen. Und er kommt tatsächlich aus der Effektbranche. Also er hat auch als VFX-Artist gearbeitet und hat dann quasi selber vor Ort sein Wissen einbringen können, was die Dreharbeiten angeht. Er hat erzählt, dass viele
Regisseure im Allgemeinen sich nicht wirklich vorstellen können, wie eine Szene aussieht, in der dann noch ein 3D-Modell rumrennen soll oder sowas. Und das hat ihm tatsächlich geholfen beim Dreh, dass er sich das vorstellen konnte. Das können anscheinend viele nicht. Er konnte das, weil er halt ungefähr wusste, da soll die Figur hin, so soll das aussehen, so könnte das funktionieren. Also seine Arbeit als VFX-Artist hat er in seine Regiearbeit überfließen lassen. Und das war auch für den Produzenten das erste Mal, dass eine 3D-animierte Figur in einem seiner Filme mitspielt. Also hat er die ganzen Fast and Furious-Filme produziert und diverse andere Sachen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt das erste Mal war, dass eine 3D-Figur damit rumgerannt ist. Das müsste ich nochmal checken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und ich glaube, beide haben daran ein bisschen gelernt, beide sind da dran gewachsen. Der Produzent meinte auch, das war jetzt sein, ich glaube, 61. Film, den er produziert, und er geht an jeden Film ran, als wäre es sein erster. Also das haben wir jetzt zwar nicht als Frage drin, aber gab es in diesem Zusammenhang auch irgendwie Informationen, wie die Zusammenarbeit mit Sega ablief? Tatsächlich nicht viel. Das Einzige, was mal kurz in einem Nebensatz erwähnt wurde, war, dass Kontakt mit Aaron Webber bestand und dass Sega sehr offen war. Mhm. Aber wie direkt das jetzt abgelaufen ist, da gab es, glaube ich, nichts zu. Ah, das ist schade. Ja. Aber vielleicht kriegen wir da ja im Verlauf des Release-Zyklus noch ein paar Informationen dazu. Ich denke schon. Also das wäre sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage, die wir hatten. Worin lag die größte Herausforderung, eine Videospielfigur wie Sonic glaubwürdig in ein Live-Action-Setting zu bringen? Also das war ja auch eine große Befürchtung so von der Fanbase, so Sonic in ein Live-Action-Setting, bitte nicht. Genau, ja. Also was hat er dazu zu sagen gehabt, so groß? Ich glaube, die größte Herausforderung war nicht, wie er aussehen soll. Also gut, das hat sich dann als Herausforderung herausgestellt, als wollen das Ding noch. Aber hauptsächlich, wie verhält er sich? Wie reagiert sein Körper auf Geschwindigkeit? Was passiert in dieser echten Welt mit einer Figur wie Sonic? Viele Sachen, die er tut in dem Film, die sind auch relativ spontan erst entstanden. Also wie er sich verhält, was er so für Bewegungen macht, kann man ja alles in der Nachbearbeitung klären. Wenn man den Film schon gedreht hat und dann das Modell einsetzt, kann man ja sagen, okay, das passiert jetzt hier an der Stelle, das passiert da. Er hat jetzt keine Details genannt, von wegen, wir haben uns das mit dem Fell so überlegt, weil, und der hat so ein paar Stacheln, deswegen, in die Richtung ging es leider nicht. Okay, so die nächste Frage kann ich mir eigentlich sparen, weil wir darüber ja nachher sowieso noch reden werden. Mhm. In der Frage ging es nämlich darum, diverse Trailer zeigten ein paar spezielle Anspielungen für aufmerksame Sonic-Fans. Können begeisterte Fans auch im restlichen Film mit einigen weiteren solcher spaßigen Easter Eggs rechnen? Da können wir, glaube ich, erstmal mit einem Ja antworten. Da können wir mit Ja antworten, definitiv. Aber da kommen wir dann später, wenn es in den Spoiler-Talk geht, nochmal dazu. Erstmal die nächste Frage. So, wie liefen die Dreharbeiten, die gemeinsamen Dreharbeiten, unter anderem mit James Marsden, Jim Carrey und Tika Sumpter ab? Also zu James Marsden und Tika Sumpter hat er nicht viel erzählt. Aber es ging dann halt ums Thema Jim Carrey, weil das ist natürlich ein Name, den man castet für so einen Film. Ja. Und er hat auch sehr viel kreativen Input vor Ort geleistet. Also viele Momente, die in dem Film zu sehen sind, stammen aus Jim Carreys eigener Intention. Und ich würde auch sagen, das hat man gemerkt an einigen. Das hat man definitiv gemerkt. Und die haben auch beide gesagt, wenn man einen Jim Carrey für eine Rolle castet, dann ist das ja das, was du mitbuchst. Ja, du möchtest definitiv. Ja, diese Figur, diesen Charakter haben, und das war auch sehr sichtbar in dem Film, finde ich. Gut, ein großes Hauptaugenmerk des Films scheint der Humor zu sein. Okay, ja, das können wir inzwischen auch bestätigen. Mhm. Wie kann man es sich vorstellen, für einen flinken Charakter wie Sonic die passenden Witze oder Scherzmomente zu schreiben? Was ist so spät? Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Und gab es irgendwie vielleicht dann auch einen Lieblingsgag von Jeff Fowler oder dem Producer? Ein Lieblingsgag? Ich glaube, irgendwas kam in dem Gespräch vor, aber das kriege ich gerade echt nicht zusammen. Scherzmomente habe ich, glaube ich, gerade schon kurz angeschnitten. Sind sehr viele dann auch spontan im Nachhinein entstanden, in der Nachbearbeitung. Hat man halt eine Szene gesehen und dachte, hey, wäre es nicht lustig, wenn Sonic hier diesen Gesichtsausdruck macht oder wenn er darauf so reagiert. Also sehr viel spontan und on the fly. Ja, also da ging die Frage tatsächlich nicht so detailliert in die Richtung. Also hat jetzt sich keiner sich hingesetzt und gesagt, so, wir schreiben jetzt mal einen Witz oder wir schreiben jetzt mal Humor. Zumindest wurde es uns so nicht erklärt. Was mich jetzt noch interessieren würde persönlich, vielleicht kam das ja im Gespräch irgendwie raus, so ob
zum Beispiel Ben Schwartz, der englische Synchronsprecher von Sonic ist, oder auch James Marsden oder die anderen Schauspieler da auch kreativen Witz-Input geliefert haben oder ob das dann mehr vorgegeben war oder ja, wie? Kam da irgendwie was im Gespräch raus? Nicht direkt. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Sprachaufnahmen standen schon fest, bevor der Film animiert wurde. Natürlich auch klar, wenn man weiß, wie so ein Film produziert wird und alles. Aber das trifft aber auch nur auf die englische Version zu, oder? Genau, nur für die englische Version. Okay. Also gerade hier der Synchronsprecher von Sonic, der hat halt seine Tonaufnahmen gemacht. Und basierend darauf konnte man dann die Gesichtszüge von Sonic animieren. Ah, okay. Das heißt, die Tonaufnahmen standen schon fest und dann musste man das Gesicht dementsprechend anpassen oder schauen, wie Sonic sein Gesicht dazu bewegen müsste, sollte, könnte. Das erklärt tatsächlich einige Sachen, also du hattest mir das jetzt noch nicht vorher erzählt, aber das erklärt einige Sachen, wo ich tatsächlich dann bei Julian Bam dachte, okay, das hat der Englische besser gemacht. Mhm. Aber ist natürlich klar, wenn das nach dem englischen Sprecher animiert wird, ist natürlich logisch, dass dann irgendwie da ein besserer Eindruck entsteht, dass es besser passt. Ja, genau. Also der Englische nimmt halt seinen Ton auf. Der ist quasi der echte Schauspieler. Der liefert seine schauspielerische Leistung. Und Julian war in dem Sinne dann ja halt nur der Nachsprecher, der halt genau das nachmachen musste. Aber das finde ich halt doch schon recht interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass erst eingesprochen wird und dann animiert. Also cool. So wurde es uns jetzt in dem Fall zumindest erklärt, weil es gab natürlich auch Vergleiche zum alten Trailer und zu dem neuen Design. Also sie haben es so erklärt, sie hatten ja die Performance vom Synchronsprecher und mussten Sonic darauf anpassen. Also da hat sich jetzt nichts an der Performance geändert. Es gab später noch die Anmerkung, dass das alte Design von Sonic, das erste Design, einen vom Alter her älteren Eindruck macht, falls man gerade versteht, was ich sagen möchte. Und während das neue Design mehr kindlicher, jugendlicher aussieht. Mhm. Und da hat man versucht, aus den beiden rauszukitzeln, ob das irgendwie einen Unterschied auf den Film gemacht hat. Weil wenn man jetzt den Film sieht und sich vorstellt, okay, diese Szene, da wäre eigentlich das alte Design zu sehen. Das war zumindest mir persönlich an manchen Stellen unvorstellbar. Ja, definitiv. Ja, aber die schauspielerische Performance war halt die gleiche. Also die haben jetzt nicht nochmal nachgesprochen, nachdem das neue Design feststand, weil sie gesagt haben, ach, in der Stelle müsste Sonic jetzt irgendwie kindlicher klingen, weil er kindlicher aussieht. Ja. So, und dann kommen wir auch direkt zur letzten Frage und das ist wahrscheinlich so mitunter die wichtigste und die interessanteste, weil die wurde ja garantiert auch häufiger gefragt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder zumindest Fragen, die in die Richtung gingen. Wie verlief die Interaktion mit einer derart engagierten Fanbase wie der Sonic-Fanbase? Und gab es hilfreiches Feedback, das man umsetzen konnte oder gerne noch umgesetzt hätte? Das war tatsächlich die Frage, die ich dann direkt aus dem Publikum stellen konnte und habe mich natürlich auch im Namen der Fanbase bei den beiden und bei dem ganzen Team bedankt, dass da diverse Dinge passiert sind, wie sie jetzt passiert sind. Ich habe Tyson Hess? Wie spricht man seinen Nachnamen aus? Tyson Hess müsste es sein eigentlich. Tyson Hess habe ich namentlich erwähnt, dass ja mit ihm anscheinend das Design zustande kam und auch hier Hyper Potions, deren Sonic Mania Titelsong wurde ja auch in dem Trailer und dann auch später im Film benutzt. Ist jetzt hoffentlich kein zu großer Spoiler. Nee, ich denke, dass die Info passt. Ich denke, ja. Und da haben beide halt nickend da gesessen und das auf jeden Fall befürwortet, mit den Fans zusammenzuarbeiten. Sie haben halt auch sofort nach dem Feedback zu dem ersten Trailer gemerkt, okay, die Leute, gerade die Fans mögen das nicht, wir müssen da dem Franchise treu bleiben. Sie haben auch versucht, das gefühlt irgendwie allen recht zu machen. Das merkt man schon. Ja. Und der Regisseur hat erzählt, dass er sich ganz gerne die ganzen Fanarts anguckt, die so zum Film gemacht wurden. Also es ist ja eigentlich so, sobald ein neuer Trailer raus und war, Leute irgendwas daraus nachgemalt oder irgendeine Szene auf Twitter gepostet und was weiß ich was. Die schaut er sich gerne an und mag das auch zu sehen, wie die Fans das mögen, was er produziert und das halt, das kam bei ihm an. Das mit den Fanarts, das merkt man ja aber im Film auch, aber dazu kommen wir im Spoiler-Talk nochmal. Genau. Nichts Schlimmes. Nein, nichts Schlimmes, absolut nichts Schlimmes. Ja, also insgesamt war es tatsächlich ein sehr informativer und cooler und entspannter Talk. Gibt noch eine kleine Anekdote, die kann ich erst später erzählen, weil es irgendwie eine Art kleiner Spoiler ist. Aber ja. Dann merkt ihr das aber bitte. Genau, ich versuche es mir zu merken. Ich glaube, wir haben es auf unsere Liste geschrieben, so grob. Es war sehr entspannt, sehr schön, die Leute kennenzulernen. Ich hatte da leider auch nichts zum Signieren bei, weil ich dachte, komm, das wird einfach ein professionelles Erscheinen. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie einer Fanboy machen.
Aber da hättest du wahrscheinlich mehr Chancen gehabt, glaube ich, Auf oder? jeden Fall, also da waren ein paar Kollegen bzw. Leute, die sich dahingestellt haben mit den ausgedruckten Postern und tatsächlich jetzt Autogramme von den beiden haben. Und zum Schluss fand ich es dann doof, dass ich nichts hatte, aber was willst du machen? Dafür war Ja, ich dabei und genau. damit rechnet man halt noch nicht. Absolut nicht, nee. Und ich finde es halt generell einfach sehr, sehr cool. So, das ist jetzt, ich war noch niemals auf einer Filmpremiere und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die niemals die Chance haben werden, auf eine Filmpremiere zu gehen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal die Chance habe. Für mich war das was unheimlich Besonderes. Also, Ja, absolut, ich habe dieses gest ganze Event. ich war halt gestern so dann gegen 22:30 Uhr circa wieder bei mir in der Stadt und habe dann auch mit jemandem telefoniert und der meinte, du hörst dich in deiner Stimme gerade so unheimlich glücklich an, was ist denn los? Und ich kam halt auch heute den ganzen Tag, und ich habe heute Mathe gelernt den ganzen Tag, kam halt trotzdem nicht aus dem Grinsen raus, einfach weil das gestern so cool war. Ja, man hat sehr viel So. gute Laune getankt, auch für die nächsten Tage drüber. Ja, also das war einfach ein sehr, sehr cooles Event. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen nach einer Stunde und 15 Minuten circa, nämlich der Film. Und wir halten das jetzt erstmal im Groben, spoilerfrei, wie vorhin schon gesagt. Und sobald wir über Spoiler sprechen, geben wir eine entsprechende Warnung, damit die, die den Film noch nicht gesehen haben und sich vor ein bisschen vor Spoilern schützen wollen, ja, damit die halt abschalten können und sich vielleicht später anhören können. Aber jetzt wollen wir erstmal nur ganz allgemein darüber sprechen, wie hat uns der Film gefallen? Und ich würde das Wort erstmal an dich übergeben, Fasti, weil du hast ja schon den Film zweimal gesehen. Das stimmt. Also ich saß um 8:30 Uhr schon im Kino und dann lief der Film. Und als er dann vorbei war, habe ich so einen erleichterten Seufzer aus mir rausgelassen. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich saß in diesem Kinosaal und mir hat der Film sehr gut gefallen. Also sämtliche Skepsis, Zweifel, die ich jahrelang, seit der Film angekündigt wurde, in mir aufgebaut habe, waren einfach weg. Es ist ein sehr spaßiger Film. Wenn man sich darauf einlassen kann, dass es nicht hundertprozentig eine exakte Umsetzung der Videospiele ist. Wenn man das aus seinem Kopf rauskriegt und den Film sieht und das für das respektiert, was es ist, hat man Spaß von Anfang bis Ende. Und das hat mich sehr beruhigt, sehr glücklich gemacht. Ich habe dann auch nur noch gegrinst vor mich hin und habe das irgendwie sehr genossen, diesen Moment. Also mir ging das ganz ähnlich und ich will, und das ist jetzt, soll jetzt kein Spoiler sein, aber ich will von Anfang an klarstellen, wartet Credits ab. Das Auf jeden ist Fall. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wartet die Credits ab und niemand wird es bereuen, die Credits abzuwarten. Das garantiere ich euch jetzt. Also ich Abgesehen weiß nicht. davon, dass sie sehr cool gestaltet sind und man sich das gerne anguckt. Also wir haben im Vorfeld schon ganz kurz mit David allgemein drüber gesprochen und die Mid-Credits, da läuft halt, also beziehungsweise das erste Viertel, die erste Hälfte, sage ich mal, der Credits, da läuft der Titelsong Speed Me Up, wo das Musikvideo ein bisschen angepasst ist. Aber danach und bevor einfach nur noch der Text durchläuft, gibt es für ganz, ganz viele Fans noch etwas Schönes. Und Es das sind solltet tatsächlich ihr. sehr viele Leute auch in der Premierenvorstellung aufgestanden und die Jacken angezogen, während dieser erste Credits-Part lief. Und dann, als man gesehen hat, okay, da kommt noch was, haben viele gesagt, warte, warte, da ist noch was, da ist noch was. Und Und dann standen teilweise Leute einfach in Jacken halb angezogen da und haben diese letzte Szene noch gesehen. also wer jetzt ganz neugierig ist, wir werden im Spoiler-Talk darüber sprechen, aber jetzt noch nicht. Für die, die es jetzt noch nicht wissen wollen und sich überraschen lassen wollen, wartet einfach die Credits ab. Vertraut uns. Der restliche Film ist auch gut. Ja, na, natürlich, Ohne natürlich. Zweifel. Also, aber wenn der Film vorbei ist und die Credits anfangen zu laufen, bleibt im Kino. Ja. Ob jetzt nach den kompletten Credits noch was kommt, was in der Premierevorstellung vielleicht noch nicht war, das können wir nicht sagen. Aber auf jeden Fall nach dem ersten Teil der Credits bleibt so lange sitzen. Punkt. Mindestens. Mindestens. So, und ansonsten, ich war halt im Prinzip von Anfang an mit dem Film an Bord. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber der Film fing halt an und ich war halt sofort drin. Das ist ein ultra komisches Gefühl, weil das nicht viele Filme bei mir schaffen. Unter anderem auch Detektiv Pikachu hat sich am Anfang einfach sehr, sehr merkwürdig angefühlt, finde ich. Weil, ja, also wie die Pokémon da dargestellt waren und bla, das war alles sehr, sehr cool. Aber es fühlte sich nicht so richtig passend an, zumindest zum Anfang des Films, was dann besser wurde. Bei Sonic hatte ich dieses Gefühl wirklich gar nicht. Also es hat von Anfang an so die Welt etabliert, wie sie da ist. Und es hat einfach gepasst. Und das fand ich. Ist ein sehr, sehr großes Plus von dem Film, weil das ist etwas, wovor ich sehr viel Angst hatte, dass Sonic nämlich eben gar nicht in diese Filmwelt überhaupt reinpasst.
Und das konnte ich, das konnte ich sofort von Anfang an wegwischen. Generell, der Plot hat mir grundsätzlich auch sehr, sehr gut gefallen. Es gab natürlich so ein paar kleinere Hänger, aber ich bin doch sehr, sehr zufrieden damit. Und im Allgemeinen, also falls ich es noch nicht oft genug gesagt habe, der Film war absolut geil. Ich habe immer noch ein Grinsen auf dem Gesicht und das ist nicht nur, weil das Premiere-Vorstellung war, sondern das ist wirklich, weil ich mich echt freue, dass nach all der anfänglichen Skepsis, und ich bin wirklich, Fasti hat den Film ja wie gesagt schon gesehen und ich hatte ihm extra geschrieben, schreib mir auf gar keinen Fall, wie du ihn fandest, ich will komplett ohne Erwartungen da reingehen. Mir fiel es auch echt schwer, den ganzen Tag über irgendwie gar nichts zu sagen. Also ich habe mich hier und da, wenn ich den Satz angefangen habe, überlegt, okay, nee, du musst den Satz anders formulieren, sonst kommt gerade irgendwie eine Meinung rüber. Mir fiel es auch schwer, nicht tatsächlich dann doch noch nachzufragen. Mhm. Aber haben wir beide gut gelöst, würde ich sagen. Ja, das hat gut geklappt. Und ja, eigentlich waren meine Erwartungen, in bestimmten Punkten war es trotzdem doch eher so noch negativ behaftet. Aber das wurde alles komplett zerstreut. Also alles, was irgendwie ich an Skepsis von Live-Action-Sonic hatte, von Sonic-Film an sich hatte und so weiter und so fort, es ist halt alles weg. Der Film war einfach gerade, also er war nicht nur für Sonic-Fans super. Ich finde, der Sonic-Film hat es perfekt geschafft, eine Brücke zwischen Fans und Nicht-Fans zu schlagen. So einfach zwischen allgemeinem, ja, Publikum. Absolut. Man kann den Film auch gucken, wenn man noch nie was von Sonic wusste. Also es fängt von Anfang an mit einer guten Einleitung und es funktioniert einfach. Es ist für jeden was dabei und das sagt man halt oft, ne? Also wenn du gerade so Animationsfilme hast oder diese Filme nach dem Schema lustiger CG-Charakter kommt in die echte Welt, dann sagt man ja immer, hey, es ist ein schöner Familienfilm und das ist was für alle. Aber ganz oft hast du so Filme, wo du dann denkst, gerade Erwachsene mit ihren Kindern, dann feiern die Kinder den Film, aber die Erwachsenen sitzen daneben und denken sich, was gucke ich hier gerade für... Ja, du weißt, was ich meine. Und das war bei dem Film halt jetzt nicht so. Jede Altersklasse hat seinen eigenen Humor abbekommen und seine eigenen Witze, über die man dann lachen kann. Und ich muss tatsächlich sagen, das war auch eine Sorge von mir, dass der Film zu einem großen Teil aus so Kleinkindhumor auch besteht. Also so für die ganz Jungen. Das war aber überraschend wenig. Also ja, hier und da gab es mal einen Witz, der halt ganz, ganz klar an so kleine Kinder gerichtet ist. Aber generell hat der Film, das finde ich, sehr gut hinbekommen, einen Humor zu schaffen, der irgendwie die Altersgruppen relativ gleichmäßig anspricht. Das stimmt, ja. Also hat es jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie überwiegt, dass der Kinderhumor da ist oder dass plötzlich zu viel Erwachsenenhumor drin ist. Es war eine gute Mischung von allem und auch in einem guten Wechsel. Ja, und auch allgemein, also humortechnisch, ich bin vor Lachen bei ein, zwei Szenen, bin ich fast vom Stuhl gefallen. und es war, also an Fanservice, muss ich sagen, war auch deutlich mehr drin, als ich erwartet habe. Mhm. Das war sehr, 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 sehr geil. Und darüber reden wir gleich im Spoiler-Talk. Es fing halt schon in einer gigantischen Portion Fanservice für mich an. ja, die Musik war, muss ich sagen, etwas unscheinbar. Ja, das ist das, wenn ich über irgendwas meckern wollen würde, dann wäre es der Soundtrack. Also ich würde das nicht mal meckern nennen, weil ich finde, wenn Musik lief, hat sie irgendwie sehr gut dazu gepasst, aber es war sehr, sehr wenig einprägsam. Also ich könnte jetzt nichts irgendwie, was an Musik in dem Film lief, in meinem Kopf groß abrufen. Genau, das Einzige, was halt im Gedächtnis geblieben ist, sind die lizenzierten Songs. Da sind ein, zwei Lieder drin, die kennt man. Dann gibt es ein, zwei Songs, die man nicht so kennt, die aber auf der Soundtrack-CD sehr wahrscheinlich drauf sein werden. Aber und es gibt allgemeinen Filmscore. Es gibt noch einen Song, den Sonic-Fans sehr, sehr wahrscheinlich kennen werden. Den werden wir aber im Spoiler-Talk nochmal genauer besprechen. Ja. So, also dieser allgemeine Filmscore, der hat mich ja ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Also ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, gerade weil Sonic ja so ein Franchise ist, sehr durch ihre Musik lebt oder wo Musik immer gut ist. Und der Komponist hier, Junkie XL, ich habe vergessen, wie er mit bürgerlichem Namen heißt eigentlich. Ich leider auch, sorry. Der hat ja auch schon diverse Filme gemacht. War der nicht sogar bei Mad Max Fury Road dabei? Ja, ich glaube schon. Das weiß ich nicht. Und das war ein sehr energiegeladener Soundtrack mit Wumms. Und irgendwie habe ich mich auf sowas eingestellt, aber dann habe ich ein bisschen so einen generischen Hollywood-Soundtrack bekommen, der keineswegs schlecht ist, auf gar keinen Fall. Also das, was man gehört hat, war gut, wenn man mal was gehört hat. Es ist halt nur halt nicht wirklich einprägsam. Also genau, es war halt so Standard. Was ja, also Standard ist halt in dem Sinne vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber die Musik hat immer zur Stimmung gepasst. Genau. Nur
wenn ich dann halt so, also dasselbe hätte ich auch über Detektiv Pikachu zum Beispiel gesagt. Und Ja, das ist mir ja, auch ich nicht, weiß, stimmt. ich vergleiche das sehr, sehr oft, aber der Vergleich ist nun mal da, weil das sind jetzt zwei Videospieladaptionen, die relativ dicht beieinander rauskamen. Der Vergleich war ja Deswegen, schon bei den Trailern irgendwie da, dass man gesagt hat, oh, ja. guck mal, Detektiv Pikachu kriegt das viel besser hin und da, ja. Aber so, ich habe meinen Faden verloren. Genau, wenn ich mir halt, ja, also das ist jetzt ein böser Vergleich auch, das ist mir bewusst. Aber wenn ich mir so die Marvel-Soundtracks anhöre, dass eigentlich in jedem Film ist so mindestens ein oder vielleicht zwei Tracks dabei, die ich auch einfach dann nach dem Film noch länger im Kopf dudeln habe. So ein gewisses Thema, was halt irgendwo im Gedächtnis bleibt. Und das gab es halt zumindest in dem Film-Soundtrack, der halt da war, nicht. Leider. Ja, also es war ein okayer Soundtrack, aber es ging, es war halt nur Standard. Es war weder schlecht, noch war es so überdurchschnittlich gut. Genau. Es war halt Standard, es war okay. Und wenn ich einen großen Kritikpunkt äußern müsste, wäre es halt das. Und das ist kein großer Kritikpunkt. Nee, Also weil der Film das. hat auch so funktioniert und es wird bestimmt so ein paar Fan-Edits geben, sobald die Blu-ray draußen ist, dass man da Definitiv. unter die eine Szene doch ein anderes Lied packt, was dann vielleicht auch cool passt und so, aber so als Film an sich funktioniert das. Und ich habe das auch gestern quasi, ich glaube, direkt nach dem Film auch geschrieben auf Twitter. Ich bin der Meinung, dass dieses Sonic-Design, da haben wir auch sogar drüber gesprochen kurz, ist so das beste Sonic-Design meiner Meinung nach, was wir jemals hatten. Also es hat sich im Film einfach sehr, 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 sehr gut angefühlt. Absolut. Es klingt zuerst als Aussage ein bisschen kontrovers, aber im Film funktioniert super. Da ist sehr viel Mimik und Gestik drin, die diesen Charakter einfach lebendig aussehen lässt. Also gerade die letzten Spiele, gerade die Modern Sonic-Spiele, haben, das hat so ein bisschen gefehlt. Er macht nicht viel mit seinem Gesicht. Er macht ab und zu so ein bisschen die Augenlider hoch und runter oder schräg, wenn er böse ist. Aber emotional war er da jetzt nicht. Und in dem Film, also super gut animiert, super lebendig. Bewegt sich auch, wie Sonic sich in dieser Welt bewegen würde, glaube ich. Ja, Und die blauen und Arme funktionieren. die blauen Arme funktionieren. Ja, das war ja auch, ist ja immer wieder eine große Fankritik. Blaue Arme. Das war ja gerade bei so Boom Sonic der Fall. Aber ich finde, hier funktionieren die blauen Arme einfach tipptopp. Und auch wenn man es nicht in Bewegung sieht, also ich habe ja inzwischen das eine Sonic Movie Plakat als Wallpaper. Das ist das, wo so dieser Sonic-Schriftzug im Hintergrund ist, wo halt ja, die Blitze, so dieses, den Schriftzug formen, wo der Vordergrund lang rennt. Und wenn ich mir das angucke, denke ich mir einfach, dieses Design sieht einfach unfassbar gut aus. Ja, ich habe mich auch sehr da drin verliebt, quasi, als der Film lief. Also man guckt es einfach gerne an. Es ist optisch ansprechend, passt auch gut in dieses Setting. Also die Farbe, gerade so ein blauer Igel, so ein blaues Lebewesen, gibt es ja in dieser Welt einfach faktisch nicht so oft. Und der passt da super gut rein. Ja, und ja, im Prinzip, wir haben jetzt unser generelles Fazit zum Film eigentlich schon gegeben. Ja, sehr gut, schaut ihn euch an. Unbedingt. Also ich empfehle das, ich habe heute den ganzen Tag in der Uni gesessen und Leuten gesagt, Alter, der Film war einfach geil. Guckt ihn euch an. Er ist einfach Eine Sache super. müssen wir, glaube ich, noch erwähnen. Wir haben den Film auf Deutsch gesehen. Ja, da wollte ich Und gleich noch zu kommen, tatsächlich. okay, ich glaube, allgemein können wir sagen, dass Julian besser ist, als man denkt. Dass er besser klingt als in den Trailern. Wenn ihr die Trailer kennt und euch da so ein bisschen über die Stimme aufgeregt habt, den Zweifel kann man euch auch größtenteils nehmen. Der Film ist besser. Definitiv. Und das ist auch eine Sache. Also, ich gehöre ja zu den frühen, ich sage mal, Verteidigern von Julian Bam als Synchronstimme. Ich hätte mir eigentlich auch eher Marc Stache gewünscht am Anfang. Aber ich habe halt immer gesagt: Hey, kommt, es ist August. Das ist der erste Trailer. Der Film kommt erst im Februar. Und wahrscheinlich wurden diese Szenen extra für den Trailer eingesprochen. Was sich auch bestätigt hat: Auch für den zweiten Trailer wurden die Szenen extra für den Trailer eingesprochen. Und ich fand halt immer, es klingt gar nicht so schlecht. Es hat natürlich Verbesserungspotenzial. Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, dass Julian Bam dieses Verbesserungspotenzial absolut ausgenutzt hat. Das Es stimmt. gab wirklich nur wenige Szenen im Film, wo ich mir dachte, okay, das war jetzt nicht so cool. Das ist unter anderem eine Szene, die auch schon als Clip veröffentlicht wurde, wo Sonic da den Fisch auf dem Kopf hat und mit Tom so ein kleines Streitgespräch hat. Die ist Mitte Januar für euch veröffentlicht worden. Oder beziehungsweise kurz vor Ende Januar, sagen wir mal. Und die, muss ich sagen, funktioniert im Englischen besser. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich jetzt gemerkt, so, okay, da spricht Julian Bam, ein noch nicht ganz so erfahrener Synchronsprecher. Ich habe halt
an ganz vielen Punkten mir gedacht oder überhaupt nicht mitgekriegt, dass das jetzt jemand spricht, der im Synchronbusiness noch nicht viel Erfahrung hat. Klar, es gab so ein, zwei, drei vielleicht Punkte, wo man sagt, okay, ja, das hätte er vielleicht ein bisschen besser sprechen können. Generell muss ich aber sagen, hat er einen Top-Job abgeliefert. Absolut. Man muss dazu auch sagen, gerade wir Deutschen sind, was Synchronisierung von Filmen angeht, sehr verwöhnt. Also wir sind da schon eigentlich, ich will nicht sagen die Besten, aber sehr gut. Und selbst bei ganz normalen Filmen, bei Blockbustern, die in Deutsch ins Kino kommen, da meckern ja auch viele. Da sagen Leute, die Synchro hat mir nicht gefallen, die Witze haben nicht funktioniert, die deutschen Stimmen passen ja gar nicht. Das gibt's immer und überall. Ja. Und von daher, dem Film kann ich es jetzt nicht vorwerfen. Alle Stimmen haben gut funktioniert, alle einschließlich Julian als Sonic. Also Jim Carrey hat ja sowieso, ich habe gerade die Sprechernamen leider nicht mehr ganz auf der Platte, aber Jim Carrey hat seine altbekannte Stimme. Mhm. Tom hat auch einen Synchronsprecher. Also wir haben tatsächlich in Akt 11 vom Podcast, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, haben wir detaillierter auch mit den Namen über noch die Synchronsprecher gesprochen, die im Trailer zu hören waren. Die haben sich nicht verändert. Damals gab es ja zwischen dem ersten, mit dem alten Design, zwischen dem alten Design-Trailer auf Deutsch und dem dann Redesign-Trailer auf Deutsch, gab es ja einige Synchronsprecherwechsel auch. Mhm. Aber ja, seitdem gibt es keinen Sprecherwechsel mehr und ich finde, alle Stimmen haben echt gut funktioniert. Also gerade Julian Bam hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Falls er zuhört, was ich glaube, Hut ab, das hast du echt gut hingekriegt. Ja, du hast auf jeden Fall ein paar Skeptiker überzeugt. So, und bevor wir jetzt zum Spoiler-Talk kommen, generelles Fazit von dir? Sehr gut. Also, wenn ich jetzt eine Note aussprechen müsste, das ist immer so fies. Also, nee, das mag ich nicht. Noten sind fies. Ich finde, jeder Sonic-Fan, der diesen Charakter mag, der Filme gerne mag, der sollte sich ihn angucken, weil es ist ein Sonic-Film. Das ist der erste, den wir wirklich bekommen. Ich weiß, es gab da mal diesen kleinen Anime und verschiedene Sachen. Aber das ist der erste große Kinofilm und ich finde, wir sollten den unterstützen, weil es ist tatsächlich ein gutes Ergebnis. Dem kann ich mich so anschließen. Der Sonic-Film funktioniert. Er funktioniert absolut. Und als damals vor, oh Gott, 6 Jahren, glaube ich, inzwischen angekündigt wurde, hey, es kommt ein Live-Action-Sonic-Film, dachte ich halt, bitte nicht. Nee, bitte kein Live-Action. Ja. Aber es funktioniert wirklich über alle Maßen gut. Der Humor zündet für mich fast immer. Mhm. Ich dachte am Ende, und ja, diesen Wortwitz muss ich noch einbringen. Okay, Jim Carrey carried den Film. Das war so meine anfängliche Vermutung. Mhm. Muss ich inzwischen revidieren? Nicht, dass er nicht lustig ist oder sonst was. Keinesfalls. Jim Carrey war absolut fantastisch in dem Film. Aber ich finde, es gibt niemanden oder keinen Schauspieler, keinen Sprecher in diesem Film, der den ganzen Film wirklich carried, also trägt. Sondern ich finde, das wurde wirklich sehr, sehr gut alles aufgeteilt. Also ich habe niemanden, den ich jetzt besonders irgendwie schlechter hervorheben möchte als jemand anderes. Absolut. Also, auch James Marsden war echt gut. Genau. Und ja, James Marsden, Sonic und Jim Carrey sind nun mal die, die wir hauptsächlich sehen, aber auch die Nebencharaktere haben funktioniert. Gerade die Schwester von Maddie, der Frau von Tom, absolut fantastisch. Die war zwar im Prinzip nur für den Humor da, aber es hat echt gut funktioniert. Und wie gesagt, ich bin vom Lachen teilweise fast vom Stuhl gefallen gefühlt. Ja, und das ging auch dem ganzen Kinosaal so. Also der Film kam an, die Leute haben gelacht, auch an Stellen, wo ich persönlich dachte, dass da keiner lacht. Also beispielsweise diese Szene aus dem allerersten Trailer, hinten raus mit dem Fahrstuhl, das ist jetzt kein Spoiler, wo Sonic in dieser Tasche ist und gefragt wird, ist da ein Kind drin? Ja, aber es ist nicht mein Kind. Das war ja sehr cringy irgendwie, hat auch in dem Trailer meiner Meinung nach nicht funktioniert. In der Szene aber schon. In der Szene schon und das war auch einer der lautesten Lacher auf allen Ebenen irgendwie. Damit habe ich null gerechnet. Was mir gerade noch einfällt, wo du vom ersten Trailer sprichst. Bruder muss los war nicht im Film. Das können wir beruhigt sagen, das ist nicht in diesem Film vorgekommen. Also, und das ist hoffentlich ein guter Spoiler. Also ja, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber da es tatsächlich nach dem ersten Trailer, der ein paar Stunden online war, nie wieder aufkam, denke ich, ist es okay, wenn wir erwähnen, Bruder muss los, hat keinen Platz im Film gefunden. Ja. Ich nehme auch an, das englische Äquivalent Gotta Go Fast, ich hätte jetzt gerade fast Gotta Podcast gesagt, also das englische Äquivalent Gotta Go Fast war, denke ich, auch nicht vorhanden. Ich wüsste jetzt nicht wo. Also es ist komplett aus dem Film gestrichen. No. Ich weiß, ich hätte es eigentlich gern drin gehabt, for the lols, aber
Dafür gab es andere LOLs und genau, die definitiv besser funktioniert hätten. Also absolut guter Film. Schaut ihn euch bitte, bitte, bitte an. Und wenn ihr nicht okay, wenn ihr nicht so gut findet, wenn ihr keine Lust habt, ist das okay. Aber ich denke, von uns beiden geht eine absolute Empfehlung raus. Ja. Weil auch die Story hat gut funktioniert. Gerade das Zusammenspiel zwischen Tom und Sonic war wirklich cool. Und zwischen Eggman und seinem, ich nenne es mal Gehilfen, es war auch super. Ich erinnere mich da, die Szene war im ersten Trailer, glaube ich, drin, also nach dem Redesign, wo er dann fragt, ja, kann ich Ihnen eine Latte geben? Und Dr. Robotnik dann ankommt, natürlich, ich liebe es, wie Sie sie machen. Die Szene ist großartig. Das ist absolut super. Und auch der Dr. Robotnik Dance, der ja auch schon im Trailer zu sehen war, großartig. Obwohl die Musik davon ja verändert wurde dann im Film gegenüber Trailer. Das stimmt, ja. Aber gut, das ist ja gang und gäbe. Ja. Genau. Und damit schließen wir jetzt unser sehr positives, allgemeinen erster Eindruck erstmal ab und kommen zum Spoiler-Talk. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt vom Film, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, von eurer Seite aus müsst ihr morgen in die Kinos kommen, falls ich es schaffe, am 12. diesen Podcast zu veröffentlichen. Also am 13. ist es dann soweit und ihr dürft ihn auch sehen. Wenn ihr noch nichts erfahren wollt, schaltet jetzt ab, weil viel mehr außer Spoiler würde es jetzt nicht mehr geben, also eigentlich nichts außer Spoiler. Wir haben alles soweit umrissen. Ja, in diesem Sinne auch Wiederhören an die Leute, die jetzt schon abschalten, aber es lohnt sich vielleicht auch spoilerfrei zu bleiben, gerade als Hardcore. Genau, also ich würde auch empfehlen, relativ spoilerfrei reinzugehen. Ihr könnt ja später wiederkommen, wenn ihr den Film gesehen habt, merkt euch jetzt hier nach anderthalb Stunden, könnt ihr wieder reinhören, dann Spoiler. Gut. Sind wir schon bei anderthalb Stunden? Ich glaube schon, ja. Ja, schon deutlich drüber. Okay. Damit seid ihr gewarnt und damit herzlich willkommen an alle zurück, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Jetzt geht es an den Spoiler-Talk und ich muss jetzt direkt mal mit dem anfangen. Noch nicht, was mich am meisten überrascht hat. Mhm. Das schiebe ich noch ein paar Punkte nach hinten. Aber das, was ich am Anfang vom Film sehr, sehr cool fand, weil der Film, einige von euch haben wahrscheinlich schon den Baby Sonic Trailer gesehen und euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wenn Sonic die Blume hochhält, im Hintergrund so einige Gestalten zu sehen sind. Da gab es jetzt viele Vermutungen. Es gab auch so Gerüchte über einen Charakter, der sich Longclaw nannte, dass der vielleicht da auch im Hintergrund ist. Nein, Longclaw steht auf der anderen Seite der Blume. Und es ist wie, ja, man sich gedacht hat, eine Eule. Aber die Charaktere im Hintergrund sind Echidnas. Und das ist echt sehr gut umgesetzt. Ich war so überrascht, wie cool das umgesetzt war. Also, sie sind halt im Prinzip, ja, wahrscheinlich ein bisschen schneller gelaufen als normale Lebewesen da auf der Insel. Aber sie hatten halt Pfeil und Bogen und so, ja, ein bisschen sehr, sehr Maya-mäßige Kleidung, würde ich sagen. Das hat sich angefühlt wie so ein antiker Stamm. Also genau, so, wie die Echidnas eigentlich dargestellt werden. Sie haben halt nicht gesprochen, man hat ihre Gesichter nicht gesehen, aber man hat deutlich erkannt, es sind Echidnas. Und es hat so gut gepasst. Die waren so gut designt und haben so gut in dieses Setting gepasst und waren echt gut umgesetzt. Absolut. Also die Dreadlocks waren da. Das ist eigentlich einfach nur, nimm den typischen Echidna, pack ihn in denselben Stil wie den aktuellen Sonic und man erkennt es. Also die Augen waren exakt so, wie man vorstellt. Die Farbe hat gepasst. Man hat sofort erkannt, was es sein soll. Und das war wichtig, dass das funktioniert. Und mein Lieblingscharakter ist halt Knuckles. Entsprechend hat mein Fanherz gleich halt irgendwie drei Sätze nach oben gemacht. Also ich habe teilweise wirklich gedacht, dass mein Herz so heftig pocht, dass du das auf deinem Sitz noch spürst. Also ich war da wirklich, das war halt mehr oder weniger die erste Szene vom Film und ich fand das sowas von super geil. Ja, also gerade als Fan ist man sofort ab der ersten Minute irgendwie drin und es zieht sich auch die erste Viertelstunde komplett. Das ist ein komplettes Ding, wo du einfach nur dabei bist, es passiert sehr viel Action, sehr viel Story, sehr viel etabliert und es ist super, sehr viele Kleinigkeiten, Details, die man dann irgendwie als Fan erkennt, herauspickt. Und da spielt dann ja tatsächlich auch, also wenn Baby Sonic so über die Insel rennt, der Opening-Song von Sonic Mania. Mhm. Der hieß, glaube ich, Friends von Hyper Potions? Ja. Ich meine, es war Friends. Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Und das ist halt so für Sonic-Fans auch schon so ein cooles Extra, dass das einfach drin ist. Das war ja aber auch schon im Trailer zu hören. Deswegen hattest du ja vorhin auch schon mal ganz kurz drauf angespielt. Genau, also sorry, wenn sich jetzt irgendjemand betrogen fühlt von mir, dass ich so früh schon gespoilert habe, aber ja. Und ja, man hat dann halt kurz bevor die Echidnas angegriffen haben, man sieht sie ja halt so im Hintergrund. Und übrigens, diese Szene, wo Sonic dasteht und die Blume hält, gibt es in dieser Form im Film nicht,
So, also sie ist schon da, aber aus einer anderen Perspektive. Nämlich, man sieht zwar nicht so leicht von hinten und dann eben den Charakter Langklaue, wie sie im Deutschen heißt. Also das ist ein weiblicher Eulencharakter, der so eine Art Mutterrolle für Sonic einnimmt. Mhm. Also Sonic selbst hat scheinbar keine Eltern. Zumindest nichts, was irgendwie im Film erwähnt worden wäre. Es ist halt einfach nur ja, ein Igel mit besonderen Kräften, die scheinbar noch nie jemand vorher erwähnt hat. Das ist auch alles, was ich so an Backstory eigentlich gebraucht habe. Ja, absolut. Interessant an Langklaue war tatsächlich, dass es eine tierische Eule ist. Also nicht wie Sonic ein stilistischer Igel und auch nicht wie Knuckles ein stilistischer Ameisenigel, sondern es war eine Eule, wie man sie kennt, mit ein bisschen Schmuck, glaube ich, verzerrt, aber... Und natürlich ein bisschen größer als eine Eule. Ja, genau. Aber schon jetzt, wie man sie auf der Erde treffen würde. Also nicht irgendwie mit Arm und Bein, kein neuer anthropomorpher Charakter. Also ein bisschen angepasst war sie schon. Und ich habe auch in einem früheren Podcast, als wir dieses Longclaw-Gerücht mal aufgegriffen haben, dass ich halt schon vermutet habe, hey, vielleicht wird das sowas wie die Eule, die einen in den N64-Zelda-Teilen begleitet, vielleicht sein wird. Und tatsächlich kann man sich den Charakter auch in etwa so vorstellen. Ja. Also so designtechnisch, glaube ich, geht es doch ein bisschen in die Richtung. Das stimmt, ja. Aber spielt es war nicht lange cool. Eine Rolle, aber ist auch Einführung da und gibt auch genug Hintergrundinformationen, damit man den Rest des Films versteht. Man wird gut da in dieses Setting reingepackt. Genau, der Anfang des Films war im Prinzip bloß, Sonic rennt über die Insel, wird angegriffen und muss dann von der Insel in eine andere Welt fliehen. Und ja, diese Insel ist in einer anderen Welt. Und es gibt halt, wie man im Film dann erfährt, auch verschiedene Welten. Die Pilzwelt, die man in einem Trailer am Ende gesehen hat, ist eine komplett andere als die Erde oder Sonics Welt. Mhm. Das nur schon mal vorweg. Und ja, dann bekommt Sonic halt seine Ringe, die halt im Film halt ausschließlich eine Portalfunktion haben. Mhm. Und kommt dann auf die Menschenwelt. Ja, dann kommt ein, ich glaube, 10 Jahre waren es, Zeitsprung. Ja, das kommt hin, ja. Ja, und dann sind wir, gehen wir mal zurück zum allerersten Trailer, vom alten Design noch, weil das ist dann so die Szenerie, in der wir uns befinden. Tom ist halt ein Cop aus dem Ort Green Hills. Also ich glaube, vorher war noch eine kleine Einführung von Sonic selbst. Der hat so ein bisschen was über Green Hills als Ort erzählt. Mhm. Oder kam das dann nach? Das kam erst danach. Erst kam diese Szene mit Tom im Auto und später dann... Also man lernt quasi Tom kennen, dann bevor man Sonic kennenlernt, was im Film gut funktioniert hat, weil das war halt diese, er musste halt mit einem Laser die Geschwindigkeit messen und dann ist da diese Schildkröte, die über die Straße läuft und die misst er natürlich mit 0,01 Miles per Hour und macht dann natürlich auch noch einen dummen Spruch von wegen, hey, nicht so schnell. Er sitzt halt völlig alleine auf dieser ewig langen Straße in seinem Polizeiauto und hat halt nichts anderes zu tun, als sich irgendwie selber zu beschäftigen. Und Sonic ist dann, glaube ich, dreimal vorbeigerannt und Tom guckt halt immer wieder auf sein Gerät und denkt dann irgendwie, das ist kaputt. Und man sieht dann im Hintergrund vom Auto immer Sonic sitzen, wie er auch auf das Gerät guckt, um zu schauen, wie schnell er war. Versucht seinen eigenen Rekord zu brechen. Und dann ist das halt, boah, nee, war zu langsam und der rennt halt nochmal vorbei, noch schneller. Aber die Szene hat so gut funktioniert. Ja, du merkst sofort, was Sonic für ein Charakter ist, dass er Spaß an dieser Sache hat, aber trotzdem irgendwie geheim bleiben will. Es ist halt dieser hyperaktive Teenager. Genau, ja. Der irgendwie niemanden sonst hat und deswegen irgendwie gucken muss, dass er ein bisschen Spaß hat. Und ja, nach ein bisschen hin und her mit dieser Szene kommt es dann so weit, dass die Schildkröte fast die Straße überquert hat und dann ein Auto kommt und sie fast überfährt und Sonic sammelt sie natürlich auf. Und wir haben im Podcast Akt auf gebt mir eine Sekunde. Akt 17 haben wir ganz am Ende über einen Instagram-Post gesprochen, wo diese Szene aufgegriffen wurde, wo Sonic dann mit dieser Schildkröte in der Hand rennt. Ich bleibe dabei, was ich in der Folge gesagt habe. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen im ganzen Film. Das stimmt, die hat sehr viel Spaß gemacht. Also man merkt halt sofort, Sonic ist verspielt und meint alles, was er tut, nur gut. Nimmt halt diese Schildkröte auf den Arm. Und möchte ihr den schönsten Tag des Lebens bereiten, indem er einfach volle Kanne drauf losrennt, mit der Schildkröte nach vorne gestreckt. Weil sie halt auch mal ein bisschen Adrenalin braucht. Ich glaube, in so in etwa hat er das auch formuliert. Genau. Und ihr könnt euch dieses Gesicht der Schildkröte in etwa vorstellen, so wie wenn ein Hund den Kopf aus dem Auto hält bei der Fahrt. So sah diese Schildkröte aus und dann fliegt sie halt einfach weg. Oh Gott. Diese Szene ist halt einfach so random, wie sie geil ist. Sonic rennt natürlich ganz schnell nach hinten, holt sie zurück.
und setzt sie dann wieder auf den Boden, so, hey, ist alles okay? Und die Schildkröte läuft dann ganz langsam weiter, aber du merkst einfach, wie sie unfassbar zittert und angst hat. Dieses arme Tierchen ist da voll am Wippern. Es tat mir schon ein bisschen leid. Ja. Also, diese Szene, super. Eine meiner Lieblingsszenen. Und halt auch direkt in den ersten 15 Minuten sofort super Szene in Sonics Heimat, super viel Story, dann direkt diese Szene und es ging auch sofort weiter mit einer Montage, wie Sonic bei sich zu Hause in der Höhle rumrennt und die ganzen Sachen, die man auch im zweiten Trailer gesehen hat. Er spielt mit sich selber Tischtennis, er läuft in seiner Waschmaschine und hat einfach ohne Gangsters Paradise. Ohne Gangsters Paradise und das hat jetzt deutlich besser funktioniert. Ich also, dachte, das hat einen deutlich besseren Song bekommen. Welchen gab es im Film eigentlich? Weil Blitzkrieg Bob war es ja auch nicht. Das war Don't Stop Me Now von Queen. Ah, stimmt, ja. Was ja thematisch super passt und halt auch ein richtiger gute Laune-Song ist. Was aber auch ein bisschen fehlte, war so aus dem allerersten Trailer die Szene, wo er die Kassette so in den Kassettenrekorder legt. Die war auch nicht drin. Das stimmt. Aber ja, gut, jetzt hätten wir Handschuhe gehabt. Das hätte es nochmal ein bisschen aufgewertet. Und ja, also ich habe meine Lieblingsszene jetzt erstmal schon abgegrast. Was war denn deine Lieblingsszene? Oh, das ist echt schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Szene mir rauspicken könnte. Gut, das war wahrscheinlich auch nicht meine richtige Lieblingsszene, aber eine der einprägsamsten geblieben ist. Ja. Und es ist eine meiner Lieblingsszenen auf jeden Fall. Mhm. Ah, also ich könnte mir jetzt keine wirklich rauspicken, weil mir haben sehr viele Szenen gut gefallen. Ja, sprich doch mal gerne über ein oder zwei Szenen. Also wir müssen ja jetzt nicht die Story Punkt für Punkt abarbeiten. Genau, wir müssen jetzt auch nicht grob über alles reden. Es gibt später in dem Film diesen einen Moment, wo die in diesem Saloon sind und auch Szenen passieren, die man aus den Trailern kennt. Also Sonic macht im Dart halt alle fertig. Er hakt das selber als Sieg auf seiner Liste ab. Er reitet auf einem Bullen herum und Warte mal, wo du die Liste schon ansprichst, die müssen wir, glaube ich, mal kurz aufdröseln. Weil das stimmt, Tom hat ihm an einer Stelle von einer Bucketlist erzählt. Die Bucketlist, wer es nicht kennt, so wie Sonic das auch im Film nicht kannte, ist halt so eine Liste, was man gemacht haben möchte, bevor man tot ist. Und Sonic wurde im Film entdeckt und war deshalb so, hey, ich muss wieder in eine andere Welt flüchten. Und deswegen hat er sich eine Liste erstellt, nachdem Tom ihm von dieser Bucketlist erzählt hat. Und da standen dann halt so ein paar sehr verrückte Sachen drauf. Und die wollte er dann... Tier zähmen. Genau. Die wollte er über den Film halt... Die wollte er dann halt abarbeiten, bevor er die Welt wieder verlässt. Das nur ganz kurz zu dieser Bucketlist. Jetzt darfst du weiter erzählen. Genau, also um so ein bisschen ein paar Punkte von seiner Liste abzuarbeiten, sehr süßer Moment, wo Tom und Sonic dann sich dazu entscheiden, ein bisschen einen guten Abend in dieser Bar zu haben. Da werden verschiedene Sachen halt durchgestrichen, abgehakt und dann kommt es zu einer, wie soll ich sagen, Massenschlägerei, die aus Versehen entstanden ist. Sonic versucht eine Szene aus einem Action-Film, die er gesehen hat, nachzuspielen und versucht einen deutlich größeren bösen Mann mit einer Glasflasche über den Kopf zu ziehen, was nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und kurz darauf prügelt jeder auf jeden ein. Aber das mit der Glasflasche war sowieso super, weil er hat dann irgendwie einmal draufgehauen, dann nochmal und irgendwie, das ist ja gar nicht so wie den Film. Geh kaputt. Das ist halt mit seinem Super Speed haut er einfach irgendwie gefühlt 50 Mal pro Sekunde auf diesen Kopf ein. Und dann war dieser sehr große, böse Mann ein bisschen wütend, ist auf Sonic losgestürmt und die Zeit wurde langsamer für uns als Zuschauer. Sonic wiederum ist anscheinend in seinen Superspeed-Modus gewechselt. Die Szene kann man sich so ein bisschen vorstellen, falls man die aktuelleren X-Men-Filme gesehen hat, wie die ganzen Quicksilver-Szenen. Das heißt, oder auch in der aktuellen Flash-Serie, die... Genau, im Flash passiert das auch. Und ich hoffe mal, dass, wenn jetzt irgendwelche geschriebenen Reviews rauskommen, nicht als blöder Abklatsch davon dargestellt wird. Weil genau genommen, die Szene ist schon so ähnlich passiert. Also Sonic bewegt sich dann in Überschallgeschwindigkeit durch den Raum und präpariert sozusagen ein paar Fallen, die sich gerade prügeln. Und dazu läuft ein ziemlich cooler Song, den kriege ich auch seit gestern nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß ihn tatsächlich gar nicht mehr gerade. Das ist ein schön entspannter, konstanter Beat. Könnt ihr mal reinhören, das ist von den X-Ambassadors oder X-Ambassadors, wie es heißt. Boom. Oder Boom, Boom, Boom. Ich habe einfach nur mir eine Songtextzeile gemerkt und das bei YouTube eingegeben und da kommt man drauf. sehr viel Spaß. Und die Szene war auch sehr cool. Ich fand sie vielleicht ein Ticken zu übertrieben, weil gerade wenn du dir denkst, okay, jetzt kann er in dem Moment anscheinend so schnell durch den Raum rennen und das alles machen, warum macht er es dann nicht auch in anderen Momenten? Aber das ist auch so ein Ding, da kann man jetzt, wenn man mit Logik an den Film rangeht, ein bisschen sich drauf festreiten und sagen, es kann aber hier nicht stimmen, weil du müsst das ja da auch machen und bla.
Ich fand aber die Slow-Mo-Effekte in der Szene, muss ich sagen, das sah schon ziemlich cool aus. Es sah echt cool aus. Also die Zeit hat nicht stillgestanden. Es hat sich ein bisschen ganz langsam weiter bewegt. Den Effekt haben die auch später in dem Film noch ein paar Mal gemacht, dass nicht absoluter Stillstand ist. Also du siehst schon, Sonic kann jetzt nicht plötzlich die Zeit anhalten und alles machen, sondern er bewegt sich halt sehr schnell. Hat tatsächlich auch eine Relevanz für den Endkampf mit Dr. Robotnik. Genau, da wird es auch nochmal deutlich, dass das seine Superkraft sozusagen ist. Und ich finde, es funktioniert schon so. Ich habe mehrfach jetzt über diese Szene nachgedacht und die ersten paar Mal fand ich es zu übertrieben. Aber gerade im Vergleich mit diesen Quicksilver-Sachen, man kann es so machen. Und natürlich, wenn dann die Zeit wieder normal losgeht und sich normal abspielt für normale Menschen, ist sofort dieser Kampf beendet. Weil dann wird der eine Typ da in Klopapier eingewickelt, kann sich nicht mehr bewegen. Einem wird irgendwie ein Adler-Deko-Teil von der Wand über seine Unterhose gegen den Rücken geschossen. Also sehr viel merkwürdiger Kram passiert da. Und plötzlich am Ende sind einfach alle irgendwie am Boden und niemand bewegt sich mehr und Tom und Sonic stehen halt so da. So. Wir sollten jetzt lieber gehen, ja. Und dann verlassen sie den Raum. Das fand ich insgesamt eine sehr schöne Szene. Also gerade dieses Gesamtding in dem Saloon, gerade zwischen Tom und Sonic, die Interaktion. Tom will eigentlich das Ganze nur schnell erledigt haben. Sonic erzählt ihm so ein bisschen was aus seiner Zeit auf der Erde, dass er auch gerne irgendwie Sachen erleben würde und dann entscheiden sie sich, ey komm, eine Stunde haben wir Zeit, ein bisschen gute Zeit können wir hier verbringen. Fand ich außerdem dürfen wir ja nicht Yo Mama vergessen. Also für die, die es nicht wissen, wir haben auch in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen. Man sieht im Hintergrund halt so eine Gerichtetafel. Also ich nehme an, da sollten Gerichte eigentlich draufstehen. Gerichte und Drinks wahrscheinlich, ja. Und da steht halt einfach in der untersten Zeile, wenn das sieht man in der Szene, wo Sonic bei dem Dartbrett steht und die Dartpfeile wirft, steht halt einfach in der letzten Zeile, Yo Mama. Und das ist Leuten im Trailer schon aufgefallen und ich bin überrascht, dass sie es drin gelassen haben. Das fand ich irgendwie cool. Ja, was auch immer man da zu essen bekommt, wenn man das bestellt. Und ich war ja am Anfang auch, gerade weil du jetzt über diese Szene gesprochen hast, sehr skeptisch, dass Sonic ja mehr Flash ist, als er Sonic ist eigentlich, von den ja, Eigenschaften seiner Kräfte her. Aber das hat im Film wirklich viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ja, also es werden sehr viele Elektrizitätseffekte noch angeschnitten. Also man hat es ja schon gesehen, seine Stacheln Blitze umher und er sorgt dann ja auch für einen, ich weiß nicht, stadtweiten Stromausfall. Ah, das war ja die komplette Nordwestküste. Genau, ja, stimmt. Ja. Also wenn Sonic sich im Film aufregt, passiert das halt, was im Trailer auch schon passiert ist, dass halt eine sehr, sehr große Energieentladung stattfindet, was dann im Endkampf auch eine größere Rolle spielt, wo er das dann scheinbar ein bisschen besser kontrollieren kann, würde ich sagen. Genau, die ersten paar Male passiert es noch aus Versehen, so über den Film verteilt und dann zum Schluss kriegt er es irgendwie hin, das unter Kontrolle zu kriegen und ab da ist es dann, ja, ein Endbosskampf. Eine coole Szene muss ich noch erwähnen, die wurde auch schon als Clip tatsächlich veröffentlicht, ist das, wo Dr. Robotnik die Tom und Sonic auf offener Straße angreift. Mhm. Also erstmal ist sie länger, als ich dachte. Also die Maschine wird ja quasi immer kleiner, die er dann auf die loslässt. Das sind auch sehr viele Lacher hervorgehoben. Ja. Teilweise sorgt halt Sonic dafür, dass die Maschinen tatsächlich zerstört werden. Kommt eine kleinere raus, dann ist halt aber auch Tom mal im Spotlight und lässt Sonic Auto fahren. Hashtag why does Sonic need a car? Mhm. Was aber sehr lustig war, weil Sonic natürlich nicht Auto fahren konnte und dann so die Frage zwischendurch kommt, wo hast du dein Auto fahren gelernt? Und Sonic so, gerade eben, jetzt gerade im Auto. Und sitzt dann mit der Betriebsanleitung am Lenkrad und nicht auf die Straße und lenkt einfach nur drauf los. Aber das fand ich halt cool, dass Tom halt in dem Kampf auch so halt ein Spotlight abgekriegt hat. Das habe ich so nicht erwartet. Ja genau, dass er da irgendwie auch mit ihm zusammen im Team arbeitet. Die beiden hatten sich ja vorher kurz gestritten und mussten dann halt direkt sich zusammentun und ja, um ihr Überleben kämpfen. Dann kam halt natürlich die Szene mit dem ganz kleinen Roboter, wo schon alle größeren Versionen besiegt wurden. Dann, oh, der ist ja niedlich, können wir den behalten? Und er sägt dann einfach dieses ganze Auto auf und explodiert dann später noch. Die Szene fand ich im Trailer schon wunderbar. Einfach dieser Satz, auch im Englischen, oh, this one's cute, can we keep it? Ja. Ich mag die einfach. Das ist zwar sehr, sehr billiger und sehr alter Humor auch, finde ich, weil man würde meinen, sowas hat sich verbraucht, aber ich fand es super cool. Ja, allgemein, also man kann es nicht leugnen, der Film hat ein paar Klischees benutzt. Ja. Also klar, du hast diesen Charakter, der ist in unserer Welt fremd,
versucht sich da zurechtzufinden und lernt jemanden kennen, muss irgendwie ein Problem bewältigen und zum Schluss schafft er das irgendwie. Ist jetzt keine neue Geschichte sozusagen. Aber die Art, wie sie erzählt, ist doch schon sehr cool. Genau, es funktioniert halt einfach, es ist sehr schnell erzählt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Film irgendwo abbremst. Also du bist eigentlich von Anfang bis Ende gut unterhalten. Du hast ein paar langsamere Szenen natürlich. Es ist nicht konstant Action, konstant Humor. Du hast auch sehr viele persönliche und ruhige Momente, was auch wichtig ist bei so einem Film, wo du sehr viel Action und sehr viel Humor hast. Gerade wo Tom dann auf der Liste liest von Sonic, dass der letzte Punkt, der noch nicht abgehakt ist, so make a real friend. Weil Sonic halt den ganzen Film über ja sehr alleine war und nur Leute beobachtet hat quasi, weil ihm gesagt wurde, hey, du darfst dich niemandem zeigen, ansonsten musst du wieder fliehen. Und das war sehr Ja, auch schön. gerade so am Anfang, bevor Sonic überhaupt persönlich auf Tom trifft, gab es sehr viele coole Momente, wo man mit ihm mitfühlen konnte. Man konnte sich in ihn Genau. hineinversetzen. Das ist halt dieser arme kleine Typ, der irgendwo im Wald wohnt und versucht dazu zu gehören, aber er darf nicht dazu gehören. Und versucht trotzdem das Beste draus zu machen und hat auch Spaß, aber irgendwie insgeheim ist er dann doch ziemlich einsam. Ja, und am Ende findet er dann doch echte Freunde. Er zieht ja dann bei Tom auch ein. Und das Ja. ist auch ein sehr rührender Moment gewesen, muss ich sagen. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen, aber so ein bisschen Pipi in den Augen hatte ich da dann doch. Und wo ich jetzt schon bei der Szene bin und über eine andere Szene gesprochen habe, wo das auch aufgetreten ist, man hat ja im Trailer, das ist ja eine Szene, wo Sonic das erste Robotnik-Auto so umwirft und dann springt er da rum. So Tom fragt, wie hast du das überlebt? Und Sonic sagt, I have no idea. Also ich habe keine Ahnung. Ja, im finalen Film springt er nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was mich, ich will nicht sagen stört, aber wo ich ein bisschen cringen musste, weil im finalen Film, wie gesagt, er springt nicht, sondern er macht den Fortnite-Dance. Er macht den klassischen Floss oder wie der Dance an sich heißt, ja. Ja, der ist halt durch Fortnite gerade ja sehr, sehr bekannt geworden wieder. Und das macht er an zwei Stellen im Film, einmal am Ende und einmal eben nachdem er das erste Eggman-Auto umgeworfen hat. Er wird übrigens auch, also Robotnik wird im Film auch einmal Mr. Eggman auf Englisch genannt und im Deutschen war das Mr. Eierkopf, Ja. was relativ passend ist, muss ich sagen, weil er in den Spielen auch so genannt wurde im Deutschen. Das stimmt, ja, da haben sie sich so ein bisschen dran gehalten, das fand ich gut. Also im Deutschen wird er auch meistens ja Dr. Eggman trotzdem genannt, aber wenn Sonic ihn so verarscht, dann sagt er halt Eierkopf. Ja. Und in der Szene, wo das dann auftrat, das war auf dem Hochhaus dann in San Francisco, wo halt die ganzen 1000 Roboter um ihn rumschweben. Kennt man ja auch schon aus Trailern. Da hat er das dann halt gesagt. Und ich fand das sehr passend. David war da tatsächlich eher anderer Meinung, aber. Also was mir jetzt auch erst durch den Film aufgefallen ist, dass diese Drohnen, die Dr. Robotnik da losschickt, die sind halt faktisch eierförmig. Die haben ein sehr generisches Science-Fiction-Design irgendwie, aber es sind halt weiße, runde Eier. Und Und wer jetzt denkt, vielleicht, dass man irgendwie klassische Sonic-Gegner sieht, nein, nicht der Fall. Man kann sich die Gegner und Roboter eher so in Richtung Sonic 06 vorstellen. das stimmt, ja. Aber die Badniks werden zumindest namentlich kurz erwähnt. Ja, das stimmt. Zumindest optisch. Also sie werden nicht beim Namen genannt, aber wer genau hinguckt, kann an einer Stelle sehen, dass Dr. Robotnik in seinem geheimen Labor einen, ich sag mal, Notstromschalter für seine Badniks Oh, dieses Geheimlabor war sowieso so super geil. hat. Wo er dann halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, wo er dann tanzt und diese Virtual Reality Technologie hat, wo er dann von dem Dinosaurier wegrennt. Das war einfach komplett bescheuert. Völlig Und random, aber er versucht ich irgendwie hab's. die Ladezeit zu gucken, während da seine Software irgendwas analysiert, Stachel, und er beschäftigt sich halt selbst. Und also um das mal kurz noch anzusprechen, darauf wollte ich jetzt gar nicht tiefer eingehen. Plotpoint von dem Film ist halt auch, dass Dr. Eggman ein Haar von Sonic findet. Das ist das, was Tom am Anfang vom Film gefunden hat und später in seinem Haus liegt. Das findet dann Dr. Robotnik natürlich. Die Szene ist im Trailer auch zu sehen und durch dieses Haar, er untersucht das halt so ein bisschen beiläufig im Film, wird er später im Film genauso schnell wie Sonic. Genau, da hast du dann quasi seine fliegende Maschine, die wir ja auch kennen. Und da ist ein lustiger Knopf. Wenn man da drauf drückt, aktiviert sich dieser Stachel. Das passiert alles in Zeitlupe, weil Sonic gerade dabei ist, diese ganzen Raketen, die auf ihn geschossen wurden, zu beseitigen, sage ich mal. Und Tom und Maddie Und zu retten. Tom und Maddie zu retten. Und in Zeitlupe drückt Dr. Robotnik diesen Knopf, erreicht ihn. Und in dem Moment, wo er ihn erreicht, wackelt sein ganzes Gefährt und bewegt sich plötzlich genauso schnell, während alles andere immer noch langsamer ist. Also ihr braucht keine Sorgen haben, dass man irgendwie,
im Film das Gefühl hat, wenn Sonic so schnell ist, wie kann Dr. Robotnik denn irgendwas machen? Es hat halt schon seine Gründe, warum er dann ja am Ende auch irgendwie gegen Sonic anstinken kann. Das stimmt. Also Sonic wundert sich in einem Moment auch, dass überhaupt jemand mit ihm mithalten kann, weil das war ja bisher noch nicht so. Ja, und ja, das Ganze endet ja damit, dass Dr. Eggman auf die Welt geschickt wird, in die Sonic eigentlich gehen wollte, die Pilzwelt, die man auch im ersten Trailer am Ende schon gesehen hat. Mhm. Und Sonic hat sich halt entschieden, nein, ich will auf der Erde bleiben, aber dich schicke ich in die andere Welt. Da landet Dr. Robotnik dann und verspricht, dass er bis Weihnachten einen Weg zurückfindet. Und ein Schelm, wer Böses denkt, ich glaube, das könnte eine Art Teaser sein. Da bin ich gespannt, ob du damit recht behältst. Also, ich weiß nicht, ob es im Englischen ein Sprichwort Gonna be home for Christmas. Also klar, es gibt ja diesen Song, den man kennt. Aber wäre natürlich dann auch eine lustige Idee zu sagen, okay, bis Weihnachten passiert irgendwas. Also ich habe die Hoffnung auf ein Tie-In-Spiel ja immer noch nicht aufgegeben. Und die Gerüchte, also nicht Gerüchte, die Vermutungen, dass es einen Nachfolger gibt, werden durch etwas angespeist, worüber ich jetzt gerne endlich sprechen würde. Ja, das stimmt. Also der Film ist dann halt irgendwann vorbei. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Eggman ist Planeten, der Robotnik, nicht Eggman. Und der erste Teil des Abspanns läuft und plötzlich, wupp, sind wir zurück auf dieser kleinen, ja, Fels, nicht Absprung-Ding, da wo Sonic halt auch mal stand am Anfang des Films. Und plötzlich geht da so ein kleiner Wirbelwind auf dem Boden los und ein Portal erscheint. Und es kommt etwas durch und man sieht am Ende, am Anfang nur Schuhe und so ein paar gelbe Härchen. Ja, und dann schwenkt die Kamera langsam nach oben und wir sehen tatsächlich Tails. Und er sagt halt irgendwie, aha, hier muss er sein, ich habe ihn endlich gefunden. Irgendwie sowas war das. Genau, wenn die Werte stimmen, dann muss er hier sein. Quasi parallel zu Sonic, in dieser Welt lebt anscheinend Tails in der normalen Welt weiter. Und irgendwas muss da passiert sein, dass Tails ein Gerät entworfen hat, was versucht, Sonic aufzuspüren. Was genau da passiert ist, das weiß noch keiner. Es wird nur kurz angeschnitten, dass gemessen wurde und Sonic gesucht wird. Und jetzt und ist Tails, dass halt Tails auch so schnell ist wie Sonic, das sieht man auch. Das stimmt, er fängt erst an zu fliegen, was auch sehr cool ist tatsächlich zu sehen. Und er fliegt dann ziemlich schnell in diese Stadt hinein. Und das war's mit der Szene. Und man wird also wirklich an so einem offenen Ende gelassen. Ich habe halt gemerkt, als diese Szene kam, wie du mich einfach zwischendurch so ein paar Sekunden lang angeguckt hast. Und dann gucken, wie ich wollte deine Reaktion. Ich saß halt dann 10 Stunden vorher schon im Kinosaal mit offener Kinnlade und so einem breiten Grinsen und dachte, Alter, damit habe ich muss mich halt auch, ich muss mich echt zurückhalten, nicht irgendwie random anfangen loszukreischen oder so. Haben aber sehr viele Leute auch genauso reagiert. Also es ging so ein plötzlicher Wow durch den ganzen Kinosaal und dann, als die Szene vorbei war, gab es Applaus. Also das kam. Und das ist halt was, damit hat man auch überhaupt nicht gerechnet. Nee, null. Also es kam ja im Marketing gar nicht vor und war halt so eine Überraschung zum Schluss. Ich habe auch keine Leaks oder irgendwas davon gesehen. Und das Tails-Design, ganz ehrlich, ein Guss, tipptopp. Ich würde fast sagen, abgesehen von den detaillierteren Haaren, 1:1 Spielumsetzung. Sieht durch die detaillierteren Haare besser aus. Ja, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Und zwar, einer aus dem Talk mit Regisseur und Produzent hat tatsächlich die Frage gestellt, ob Tails schon von Anfang an geplant war. Und wenn ja, gab es ein altes Tails-Design? Was an sich eine logische Frage ist, wie ich finde. Die Antwort darauf war jetzt leider nicht spektakulär, wie man sagt. Also es gab von Anfang an die Idee, Tails zu teasen und es gab verschiedene Einstellungen von der Szene. Man hat nur seinen Rücken gesehen, man hat nur die Schuhe gesehen und die Idee, dass man ihn wirklich frontal zeigt und ihn auch was sagen lässt, ist relativ spät entstanden. Aber die Idee, dass man Tails halt irgendwie teast, gab es von Anfang an. Also wer weiß, wie Tails aussehen würde, wenn es das Redesign nicht gegeben hätte. Da gab es ja bestimmte Bilder auch im Internet. Mhm. Wahrscheinlich so in die Richtung könnte man. Aber ich würde klar sagen, das war so die größte Überraschung vom Sonic-Film. Mhm. Und ich muss jetzt langsam mal gucken, dass wir es ein bisschen abkürzen. Wir reden schon über 2 Stunden. Okay, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss und machen das stichpunktartig. Genau, nämlich eine andere richtig große Überraschung war Sonic. Oh ja, Sonic ist im Film. Es gibt nämlich einen einzigen Charakter im Dorf, der hieß Crazy Carl? Oder Crazy Carl, genau. Ja. Craig ist unser Discord-Bot, ups. Hi. Und der war halt der Einzige, der irgendwie Sonic schon mal gesehen hat und hat natürlich eine Zeichnung von ihm gemacht. Und diese Zeichnung war das Meme Sonic. Und es wurde Blauer Teufel genannt, was, wenn man das jetzt, ich weiß nicht, ob die daran gedacht haben, aber wenn man es ein bisschen weiterspielt, ist das halt natürlich, diese Zeichnung ist bei Hardcore-Sonic-Fans nicht so beliebt.
wird als sehr teuflisch angesehen. Und das macht dieses blauer Teufel irgendwie nochmal ein bisschen cooler, dass das drin ist. Ja. Aber generell, als er dieses Bild hochgezeigt hat und diese Szenic-Zeichnung da war, ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Das war super cool. Das war richtig großartig. Also für den normalen Zuschauer war es halt ein kranker, durchgeknallter Typ, der irgendwie versucht hat, Sonic zu skizzieren. Aber wenn man das halt kennt und die Internetkultur und das Meme schon mal gesehen hat, man erkennt es. Und das ist halt eins zu eins eine Nachzeichnung von diesen Dingen. Das passt super. Dann eine Kleinigkeit, die, glaube ich, nicht vielen Fans auffallen wird. Schon allein, weil sie in einem komplett anderen Kontext stattfindet als in den Spielen. Also wir haben ja schon gesagt, so Anspielungen, Easter Eggs und sowas, Tausende in dem Film. Ja. Also wenn man den Film einmal guckt, wird man wahrscheinlich nicht mal ein Drittel davon mitkriegen. So ist mir das zumindest gegangen. Aber eine Sache ist mir sofort aufgefallen, das ganz einfach, weil ich Sonic 06 sehr, sehr oft, sehr, 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 sehr oft gespielt habe. Ich habe gerade meinen Ball kaputt gemacht von dem Schläger. Oh, also wow. Ich habe den Knoten gerade aufgemacht. Ups. Und zwar die Opening Cutscene von Sonic 06. Sieht man ja, wie Elise dann halt zu diesem komischen Altar fährt und dann die Flamme entzündet, dann greift Dr. Eggman an und dann kommt Sonic in einem Wirbelsturm und dann steht er so, irgendwie er sagt, hey, that's a pretty snazzy performance here oder irgendwie sowas in der Richtung. Und die Pose, die er da macht, hat er an einer Stelle im Film, wenn er sich oder als er sich auf einem Schrank so an Dr. Robotnik ranschleicht. Und das ist halt nur ganz, ganz kurz zu sehen. Das ist halt ein völlig anderer Kontext. Und ich weiß nicht, ob das die Intention war, diese Pose zu machen. Aber es sieht halt sehr, sehr, sehr stark danach aus, dass es wirklich diese Sonic 06-Pose aus der Szene ist. Das ist mir instant aufgefallen, weil ich dieses Spiel einfach wahrscheinlich 1000 Stunden oder mehr gespielt habe. Respekt dafür auf jeden Fall. Ja, Speedrunner und so. Und das fand ich eine sehr coole Anspielung. Dann wolltest du noch was zum Endboss im Film sagen, beziehungsweise zum Endkampf im Film. Genau, also man stellt sich das halt wirklich so vor, Sonic steht diesem, ja, ist es ein Eggmobil? Keine Ahnung, also halt Dr. Robotniks fliegendem Gefährt gegenüber. Es sieht halt sehr, sehr ähnlich zu dem von Sonic 06 aus, so wie halt das generelle Roboter-Design, das kann man, denke ich, sagen. Genau, und es hat halt auch so eine Glaskuppe über ihm drüber. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass Sonic dieses Gefährt genauso besiegt wie in den Spielen. Er springt so lange drauf rum, bis es kaputt geht. Erst ganz langsam, stößt sich von der Hauswand ab, springt nochmal drauf, in seiner Kugel macht Klonk, geht weiter, Klonk, immer mehr Risse kommen rein und dann kommt ein Moment, wo er extrem schnell da lang düst und das tausendmal macht. Ich habe am Anfang noch versucht mitzuzählen, ob es wirklich genau 7 oder 8 Treffer sind. Es sind definitiv mehr gewesen. Es sind definitiv zum Schluss mehr gewesen, ja. Also das waren ja locker 300. Genau. Am Anfang hat sich noch so langsam aufgebaut, aber dann ging es halt wild los und da habe ich dann auch definitiv aufgehört zu zählen. Also da hast du keine Chance hinterherzukommen. Aber das konnte er aber cool. Das konnte er aber auch erst, als er dann seine Kräfte aktiviert hatte. Genau. Was aber ja doch sehen muss, dass das aus den Spielen übernommen hat, dass dann auch wirklich diese Glaskuppe kaputt geht. Und es hat sich angefühlt wie so ein Videospiel-Endbosskampf. Ja, und das war sehr gut gelungen. So, dann, was habe ich noch als Stichpunkte hier stehen? Ja, die Weltenkarte, die man halt sieht, das ist halt so eine Karte, die Sonic von Longclaw, also Langclaw, bekommen hat, wo in der Mitte halt seine Heimatinsel gewesen ist in der einen Welt und man sieht die Pilzwelt. Die Pilzwelt war wahrscheinlich, also die richtige Pilzwelt nicht, aber das Bild von der Pilzwelt auf dieser Karte, das war definitiv von Mushroom Hill inspiriert. Ich denke auch. Also man muss sich das vorstellen wie so eine handgezeichnete Karte. In der Mitte die Insel, außenrum halt so Kreise, wo die anderen Welten drin sind. Manche Welten sind durchgestrichen, deswegen haben wir keine Ahnung, was dahinter ist. Und aber man konnte es leider nur zu kurz sehen, als dass man sehr viele Anspielungen erkannt hat, aber du hast ja ein paar, hast du ja erkennen können. Genau, also mir sind beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass auf jeden Fall einer der Planeten oder einer der sicheren Welten das Sega-Saturn-Logo ist. Natürlich Anspielung auf Saturn. Das ist im oberen Bereich des Bildes und an der rechten Ecke eine karierte Kugel, die sehr stark an die Blue Spheres Special Stage erinnert. Ich glaube auch, dass das die Idee dahinter war. Die anderen Welten habe ich jetzt nicht erkannt, beziehungsweise nicht direkt mit irgendwas in Verbindung bringen können, aber wie gesagt, zweimal kurz gesehen, das Bild steht sehr kurz. Also wenn ihr Easter Egg Hunter seid. Knappe Sekunde, vielleicht 2 Sekunden stand das Bild da. Also ja, viel Zeit hat man nicht. Wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann erkennt man was. Aber wenn man es zum ersten Mal sieht, dann geht halt der Blick. Bei mir zuerst so zu den roten Symbolen, weil da will der Film ja auch, dass man hinguckt. Und dann halt so direkt über den durchgestrichenen Welten ist halt diese
Pilzwelt und das ist das, was der Blickfänger sein soll in dem Bild. Und genau, wenn man da unvorbereitet reingeht, dass man nicht weiß, hey, da will es, dass du hinguckst, guck gefälligst woanders hin, guck mal halt dahin und dann ist es halt auch schon vorbei. Ja, also allgemein sind sehr viele Shots drin, wo man definitiv mal, wenn man die Blu-ray zu Hause hat, auf Pause drücken sollte, ja, und auf Easter Egg-Suche gehen kann. Also ein paar Sachen hat man schon im Trailer gesehen. Seine Tischtennisplatte in der Höhle mit dem Hilltop-Road-Ding. Aber es... Wobei, die ist mir im Endfilm nicht aufgefallen, dass da wirklich noch Hilltop drauf stand. Ja doch, sie ist noch drin. Okay, gut. Ich habe spätestens beim zweiten Mal drauf geachtet und die ist noch drin. Da wollte ich dich tatsächlich gestern noch nachfragen, aber das hatte ich vergessen. Okay. Ja, und ansonsten gab es noch eine Szene, die ich hervorheben würde. Das ist dann später, wo Sonic das Hochhaus richtig runterrennt. Das ist, nachdem er die Roboter verprügelt hat und Dr. Robotnik, ich glaube, schon auf den Knopf gedrückt hat. Und Sonic sprintet halt dieses Hochhaus runter, weil er hat ja Tom und Maddie runtergeschubst und wollte sie halt dann hat ein Ringportal öffnen, damit sie da reinfallen. Schafft er auch, aber beim Runterrennen, ich bin der festen Überzeugung, aber nicht 100% sicher, habe ich so für den Bruchteil einer Sekunde ganz kurz das alte Movie-Design aufblitzen sehen. Ich kann es nicht bestätigen, aber ich weiß ungefähr, welche Einstellung du meinst. Also er rennt da halt runter und das ganze Bild ist relativ verschwommen. Das heißt, es ist auch nicht hundertprozentig erkennbar. Aber vielleicht haben sich die Filmmacher da gedacht, okay, jetzt ist es gerade so verschwommen, das brauchen wir nicht nochmal neu machen. Also ich bin mir halt, wie gesagt, absolut nicht sicher, ob ich mir das nicht vielleicht eingebildet habe, weil ich halt vorher die ganze Zeit auf das alte Poster gestarrt habe, was du mir als so Foto ausgedruckt hattest zum Autogramm geben. Vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich bin mir fast sicher, dass das da war. Also ich finde es einen ziemlichen Fauxpas von den Filmemachern, wenn es so wäre. Wenn es nicht so ist, dann okay. Aber wenn es so wäre, ist es halt aus Versehen drin gelassen oder halt von wegen, gut, wir haben jetzt genug Kosten da reingesteckt, wir machen das nicht nochmal neu. Ich werde am 13. Februar, wenn ich ins Kino gehe, auch definitiv drauf achten. Ja, vielleicht kommt ja vorher die Szene irgendwie. Ja, das wäre sehr praktisch. Also die Szene direkt davor, wo sie auf dem Hochhaus stehen, die haben wir tatsächlich schon. Genau, aber die hört dann halt zu früh auf. Man sieht diesen einen Shot nicht. Ja, und ansonsten, wir haben jetzt sehr, sehr lange über den Film gesprochen. Ja. Es gibt noch so viel, was wir zur Story sagen könnten. Also viel zu viel, als dass wir es irgendwie hier in diesem Podcast noch unterbringen könnten. Absolut. Ich glaube auch, die Fanbase wird definitiv noch ein paar Wochen, Monate über den Film. Also das ist nicht einfach was so kurz mal erwähnt wird und dann unter den Tisch fällt. Das hier waren jetzt halt unsere Eindrücke vom 28. Januar von der Premiere in Berlin. Und im von euch aus gesehen nächsten Podcast, ich habe keine Ahnung, welche Folge das sein wird, aber da werdet ihr wahrscheinlich mich und David auch nochmal hören, wie wir über den Film reden, weil zu dem Zeitpunkt wird David auch den Film schon gesehen haben, denn er guckt den am 14. ziemlich sicher und ich ein zweites Mal natürlich für euch morgen am 13. Und dann werden wir in der Folge natürlich auch nochmal über den Film sprechen. Nicht ganz so ausführlich wie jetzt. Ich glaube, wenn ich den Podcast zusammenschneide, kommen wir tatsächlich knapp bei 2 Stunden raus. Hui, okay. Das ist übrigens damit dann unsere längste Folge. Also die längste Folge vorher war Jahresabschluss letztes Jahr. Das waren 1:59. Oder so. Also dafür, dass du zum ersten Mal hier bist und nicht wusstest, wie viel du reden kannst, hast du doch ganz schön viel erzählt, glaube ich. Das freut mich zu hören. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, hierbei zu sein. Also ich bin auch jetzt tatsächlich ein bisschen müde, auch vom Reden. Aber hat Spaß gemacht, sich mal so ein bisschen länger über diesen Film zu unterhalten. Also man hat natürlich im Nachhinein so ein paar Gespräche geführt. Aber das war jetzt unser erstes längeres Gespräch zu zweit über diesen Film. Und auch tiefergehend, gerade was so Spoiler und Insider angeht. Ja. Und für all jene von euch, die den Film schon gesehen haben, wir hoffen natürlich, euch hat er auch gefallen. Mhm. Ihr dürft gerne, unseren Podcast kann man ja mittlerweile auf extrem vielen Plattformen hören, also wo irgendwie Kommentieren möglich ist. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie euch der Film gefallen hat. Besonders anbieten tut sich dafür YouTube natürlich oder natürlich unsere Hauptseite oder im Forum. Und ja, Farsi, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier warst. Ich habe zu danken, dass ich bei der Premiere bei sein durfte. Hättest du nicht da die Tickets gewonnen, dann hätte ich da im Regen gestanden. Dann hättest du sie nur einmal gesehen. Stimmt dann, ja. Nein, nur Spaß. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder, wenn sich sowas vielleicht ja im Sequel nochmal ergeben sollte. Also Paramount, Zwinker, Zwinker, wir werden gerne Tickets für die Premiere vom Sequel haben. Ja, für so ein Fanscreening könnte man ja ein paar Fans einladen und ich glaube, hier sind definitiv 2 in diesem Chatraum. Also jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Du bist ja am Wochenende dann nochmal bei uns.
was Podcast-Folge 18 sein wird, wenn ich mich nicht vertan habe. Ja, doch, 18. Da werde ich mich dann vorgestellt haben, werden, tun. Also solltet ihr Fasti ja inzwischen schon kennen, wenn ihr diesen Podcast Danke. hört. Aber Fasti kennt noch nicht, dass ihr ihn schon kennt. Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Also es ist gerade zeitlich etwas halt komisch, aber geht leider nicht anders, weil wir so eine Art Embargo auferlegt bekommen haben. Und Was heute gebrochen ist oder heute aufgehoben. also Jetzt, jetzt in diesem Moment, wenn ihr den wo Podcast ihr das hört, hört. Ihr seid live dabei. ihr seid live dabei. Und ansonsten folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, besonders gern gesehen Twitter und natürlich YouTube und ja, auf Spinesh. Inzwischen haben wir auch einen Instagram-Account unter dem Handle @GotaPodcast. Auf Twitter ist das @spindash_de und unsere Website ist natürlich spindash.de. Kommentiert gerne, lasst uns gerne auch ein Like da und wir hoffen, wir hören euch zur nächsten Folge wieder, was welche auch immer das sein wird. Und damit noch eine schöne Restwoche und viel Spaß beim Sonic Movie. Wir hoffen, er macht euch genauso Spaß wie uns. Auf Wiedersehen. Du darfst dich auch noch verabschieden. Oh, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald mal wieder vielleicht.